wundervollen und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid, ihr wundervollen. Für heute habe ich mir überlegt, wir befinden uns jetzt ja seit kurzem im chinesischen Jahr des Drachen, im Jahr des Holzdrachen. Und ich dachte mir, das ist doch ein gutes Thema auch für die Liebe. Wir schauen mal rein, was bringt dir das Drachenjahr für die Liebe? Ja, da schauen wir jetzt mal rein, ihr Wundervollen. Ich beginne wie gewohnt mit einer kurzen Reinigung und eurem kleinen Segensspruch und dann legen wir auch schon los. Ich sehe hier schon wieder die eine Kerze, muckert hier schon wieder so ein bisschen. Liebes Team Starwolf, bitte kommt an meine Seite. Bitte reinigt und befreit mich von allem Negativen und von allem, was nicht zu mir und nicht in dieses Reading gehört. Bitte helft mir, eure Botschaften klar und deutlich zu verstehen und ebenso klar und deutlich wiederzugeben. Bitte schickt meinen Zuschauern schon mal ein wenig Licht und Liebe und Heilenergie. Ich danke euch, meine Wundervollen. Wollen wir doch mal. Dann entzünde ich wie gewohnt eure Kerze mit einem kleinen Segensspruch. Ich entzünde diese Kerze für mehr Liebe in deinem Leben, für mehr Liebe in deinem Herzen und für mehr Selbstliebe. Möge dein Leben erfüllt sein von bedingungsloser Liebe, Freude und Glück. Tausche ich die doch vielleicht mal, wenn die eine da eh nur so zögerlich vor sich hin brennt. Das doch mal so. Ich weiß nicht, warum die nicht brennen will. Hervorragend. So, ihr Wundervollen. Ich erzähle euch kurz, was ich habe. Mir ein bisschen was rausgeschrieben zum Jahr des Drachen, wofür das Jahr des Drachen steht. Da würde ich euch gerne teilhaben lassen, bevor wir anfangen. Und zwar das Jahr des Drachen 2024. Es hat begonnen am 10. Februar 2024 und endet am 28. Januar 2025. Es ist das Jahr des Holzdrachen und also die im Chinesischen sind ja immer die Sternzeichen jedes Jahr. Das heißt, es gibt immer einen 12-Jahres-Zyklus und jedem Drachenjahr sozusagen ist noch ein unterschiedliches Element zugefügt. Das heißt, das letzte Jahr des Holzdrachen war vor 60 Jahren. Es gibt fünf, also ich weiß gar nicht, Feuer, Holz, Erde, Luft, Wasser. Holz, Erde, Luft, Wasser, ja, ich glaube. Mal 12 Jahre sind dann 5 mal 12 sind 60 Jahre. Und ja, also das letzte Jahr des Holzdrachen war vor 60 Jahren. So, nicht, dass das wichtig wäre, aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem. Insgesamt steht der Drache immer für Glück, Energie und Kraft. Das heißt, das kommende Jahr 2024 wird ein glückliches Jahr werden. Ja, ein Jahr voller Glück. Eure Energie kehrt zurück, eure Kraft kehrt zurück. Es wird Wachstum und Wandel geben, Veränderung. Das hat mit dem Holz zu tun, dass es ein Holzdrachenjahr ist. Denn das Holz steht für Frühling und für Wachstum, Veränderung, Wandel und Neuanfänge. Es wird neue Möglichkeiten für euch geben, die zum Erfolg führen werden. Neuanfänge, Wandel, Veränderung, immer gut. Auch das führt uns immer zu Wachstum. Es wird ein Jahr des Glücks, noch einmal Glück. Also Glück habe ich so oft gehört. Des Wohlstandes und des Erfolges.
Und dass das so ein glückliches Jahr wird, macht mich ganz glücklich, denn ich hatte schon in einem der Readings, ich weiß ganz am Anfang, ich glaube an Silvester hatte ich das gemacht, da hatte ich eine Botschaft gechannelt von der geistigen Welt, wo nämlich gerade im Bereich der Liebe mir mitgeteilt wurde, dass dieses Jahr das Jahr der Liebe wird, der Erfüllung des und somit natürlich auch des Glücks und des Glücklichsein, wenn ihr euch nach Liebe sehnt, nach Partnerschaften sehnt. Schon lange Single seid, hatte ich gechannelt, dass in diesem Jahr die Liebe zu euch kommt, die Liebe zu euch findet. Ja, also gerade im Bereich der Liebe, sehr wundervoll. Das hat mich sehr begeistert, deshalb, dass ich das gelesen habe mit dem, dass das Drachenjahr so glücksverheißend ist. Ja, und dann habe ich, also die Drachengeborenen, wie man bei uns Sternzeichen etwas zuordnet, tut man das im Chinesischen natürlich auch. Und Drachengeborene werden als sehr ehrlich, mutig, selbstdiszipliniert, temperamentvoll, energisch, etwas stur, wozu ich noch gedacht habe, naja, das könnte man auch als beharrlich bezeichnen, als passiv, was ich auch als annehmend bezeichnen würde. Und großzügig und idealistisch beschrieben. Und das dachte ich, übertrage ich auch mal auf die Energien des kommenden Jahres, so dass im Jahr der Liebe, okay, danke, es bewirkt, so dass in diesem Jahr im Bereich der Liebe es im übertragenen Sinne es zu Wahrheit kommt. Ja, Ehrlichkeit, Wahrheit, Erkenntnis, die Wahrheit offenbart sich dir. Du wirst dein wahres Gesicht zeigen und damit die wahre Liebe in dein Leben ziehen können, wenn du sie nicht bereits in deinem Leben hast. Ja, die Kraft wird zurückkommen. Es wird, ich höre, energisch, leidenschaftlich. Ja, die Energie kehrt zurück. Leidenschaftliche Energie wird vorherrschen in deinen Beziehungen, im Bereich der Liebe. Und wenn du bis jetzt beharrlich warst, ausdauernd an deinem Glauben, an deinem Vertrauen in die Liebe festgehalten hast, dann wird das jetzt belohnt werden, ja? Und du darfst dich zurücklehnen, du darfst jetzt ins Annehmen gehen, denn jetzt wird die Liebe zu dir fließen. Ich hatte gelesen, die Drachengeborenen sind sehr großzügig im Bereich Liebe, sind sehr gebend, sehr großzügig mit ihrer Liebe, was ich wiederum übersetze als das Universum wird in diesem Jahr sehr großzügig, sehr gebend sein zu dir im Bereich der Liebe, dich mit Liebespartnern, Liebe, Beziehungen, nach allem, was du dir ersehnst im Bereich der Liebe überschütten. Also darfst du ins Annehmen gehen, ja? Das Universum wird unglaublich großzügig sein mit der Liebe, die sie dir zufließen lässt. Ja, also insgesamt habe ich das Gefühl, was ich ja schon an Silvester hatte, dass es ein unglaublich wundervolles Jahr wird im Bereich der Liebe, auch speziell. Noch einmal, Glück, Energie, Kraft und Liebe, wahre Liebe wird dich in diesem Jahr begleiten oder zu dir finden, wie auch immer. Ja, ihr Wundervollen. Auch das, ich habe heute alles in Weiß und Gold gehalten. Ja, hatte ich schon vorher ausgesucht, fand ich jetzt aber auch wiederum sehr passend zu dem Glück mit dem Gold. Ne? Glück, Energie. Sehr schön. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich fand das sehr schön heute. So, ihr Wundervollen, jetzt kommen wir dazu, dass ich euch endlich eure Stapel vorstelle. Ich habe hier auch rechts und links meine beiden Drachen liegen. Drachenstifte, die uns hier begleiten. Und ich habe für Stapel Nummer 1 zum einen das Tarot Draconis für euch rausgesucht. Oh, guck, da liegt der Turm unten drunter. Ja, Neuanfänge. Altes bricht weg. Neues darf losgehen. Hervorragend. Und diese wundervolle Drachenkarte, Harmonie. Und ist das nicht zauberhaft, wie er ein Herz mit seinen Flügeln macht? Und dazu diesen wundervollen Rosenaura-Cluster. Die sind so schön.
Für Stapel Nummer 2 habe ich das Dragon Tarot von Anne Stokes mit, unglaublich, mit dem Narren, der liegt hier unten drunter. Ich habe vorher nicht geguckt, ich schwöre. Wieder der Hinweis auf Neubeginne, ist ja sehr spannend. Und für euch fehlt die Karte der Heiler. Und dazu habe ich euch rausgesucht diesen grünen Kalzit, auch Smaragdkalzit heißt der. Und für Stapel Nummer 3 habe ich das Tarot of Dragons. Ich verlinke wie gewohnt natürlich alle Decks unter dem Video. Immer in der Reihenfolge, wie ich sie benutze. Und da kommt unten drunter ist der Ritter der Schwerter. Und es lag verkehrt rum und sofort sehe ich dieser der Wirbelsturm. Alles, was dich so im Sturm, im Chaos gehalten hat, endet jetzt. Ja, Befreiung aus Chaos. Klarheit kehrt zurück. Sehr schön. Und dazu kam, und ich höre, ich soll oben drauf gucken. Ja, 6 der Schwerter, es geht vorwärts. Neue, auf zu neuen Ufern, raus aus dem Chaos, hin zu neuen Ufern. Hervorragend. Und für euch kam die Karte Soul Guardian, Seelenwächter. Und dazu habe ich euch rausgesucht, diesen blauen Apatit. Ihr Wundervollen, ihr könnt euch jetzt entscheiden für ein oder mehrere der 3 Stapel. Stapel Nummer 1 und oder Stapel Nummer 2 und oder Stapel Nummer 3. Ich beginne selbstverständlich wie gewohnt mit Stapel Nummer 1. Die Zeitstempel für Stapel 2 und 3 sowie weitere Informationen zu mir, wie ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Und den Kartendecks, die ich benutze, wie gesagt, liste ich die auch unten drunter. All das findet ihr in der Infobox unter dem Video. Ja, ich danke euch für all eure Unterstützung und sage bis gleich in eurem Stapel. Juhu! Hallo ihr Wundervollen von Stapel Nummer 1. Wenn ihr euch die Karte Harmonie mit diesem bezaubernden rosa Drachen, der ein Herz formt mit seinen Flügeln, ausgesucht habt und dazu diesen wundervollen Rosenaura-Cluster, ich glaube Cluster ist es nicht richtig, aber egal, dann ist das jetzt euer Reading zum Thema, was bringt euch das Jahr des Drachen im Bereich der Liebe. Da schauen wir heute mal rein. Für euch habe ich das Tarot Draconis ausgesucht, das wir später benutzen. Und wenn ihr mehr Informationen, ich habe ein bisschen was erzählt am Anfang zum Jahr des Drachen, wofür es steht und so, dann einmal zurückskippen zum Intro. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Ihr Wundervollen, wie mache ich das? Das lege ich da drauf. Wir schauen rein. Das Jahr des Drachen. Was bringt es dir im Bereich Liebe, Beziehung, Partnerschaft? Ja, ganz allgemein, das Jahr des Drachen bringt Glück, steht fürs Glück. Also auch im Bereich Liebe und Beziehung für Glück, Energie, Erfolg, Wandel, Veränderung. Und da schauen wir doch mal, welche glücklichen Änderungen das Jahr des Drachen für dich bereithält. Ja? Zunächst mal wundervoll selbstverständlich mit der Karte, die ihr euch ausgesucht habt, die Harmonie. Frieden kehrt zurück, Balance kehrt zurück. Harmonie, ein Gefühl des, du kannst dich entspannen. Gelassenheit, Wohlbefinden, Zufriedenheit. Ich spüre eine starke Zufriedenheit,
eine sehr sanfte Energie von Liebe, Zärtlichkeit, Zufriedenheit, Sinnlichkeit, Genuss, Wohlbefinden. Ja, ein absolutes Gefühl der Zufriedenheit, dieses Ausatmen, Entspannen, glücklich sein. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal. Ich habe mehrere von meinen wundervollen Drachendecks rausgesucht. Und da schauen wir doch mal, was bringt euch das Jahr des Drachen im Bereich Liebe, Beziehung, Partnerschaft? Spirit. Die Nummer 13, der Zuhörer, the listener. Und die kam verkehrt rum heraus und ich habe sofort, habe ich gedacht, ja, Schluss mit Abwarten, Schluss mit Zuhören, jetzt kommen hier die Dinge in Bewegung, ja. Schluss mit Rumsitzen und nur zuhören müssen, warten, ich höre die ganze Zeit warten, das Warten hat ein Ende. Worauf auch immer du wartest, das Warten hat ein Ende und es ist an der Zeit, beziehungsweise findet der Wandel statt in Richtung, bis jetzt hast du immer nur zugehört, immer auf alles geachtet, was andere wollten, ja, die, nicht Anforderungen, sondern die Wünsche von anderen und jetzt wandelt sich das. Jetzt bist du die Sprecherin, diejenige oder derjenige, der sagt, ich wünsche mir das und das in dieser Beziehung. Ich wünsche mir das und das im Bereich Liebe. Ja? Und anstatt, dass du zuhörst und tust, was andere sich wünschen, wird jetzt dir zugehört. Ja, entweder dein Partner, deine Partnerin oder das Universum hört dir zu, lauscht. Also drücke aus, was du dir wünschst. Das Universum hört immer zu. Schicke jetzt ganz klar ins Universum, was du dir wünschst, damit es dann gehört und zu dir gebracht werden kann. Aber schön, und dann kommt hier die Spirale mit der Nummer 26 und wieder höre ich mit diese beiden Seelengefährten. Es erinnert mich bitte ein bisschen an die Stärke-Karte im Tarot, ja, wo der Löwe mit der Frau ein Paar bildet, höre ich. Okay. Und hier, du bist hier mit deinem Gefährten in absoluter Zufriedenheit. Und es ist so eine harmonische Verbindung, die hier bei dir ist oder stattfinden wird. Ja, selbst wenn ihr gerade nicht spricht, ja, das ist die Zufriedenheit in der Stille, die beide sitzen hier unter einem Baum, sind zwar zusammen, aber er guckt in die Richtung, sie beschäftigt sich hier mit ihrem Stein, mit der Spirale drauf, das ist dieses Miteinander schweigen können, absolute Harmonie, ganz schön. Und ich höre für einige von euch vielleicht diese endlosen Diskussionen hören vielleicht auf, ja, mit dem Zuhören ist ja Reden und Zuhören gehört ja zusammen, endet und man kann hier in Einigkeit wieder miteinander schweigen, wieder in Frieden miteinander sein. Oh ja, Dankbarkeit, Befreiung, Loslassen, Leichtigkeit kehrt zurück. Ein Aufsteigen in neue Leichtigkeit, in die Befreiung von niederdrückenden Energien, von dieser Schwere, von allem, was dich bisher belastet hat im Bereich der Liebe. All das hört jetzt auf.
Können. Hier kommt der Drache Eusin. Und da ich wie gewohnt niemals einen Blick in die Bücher werfe, weiß ich nicht, was er speziell ist in diesem Deck bedeutet, aber ich höre von Spirit, selbst in der dunkelsten Dunkelheit leuchtet ein Licht für dich. Ja, und in diesem Jahr nicht nur eins, sondern viele Lichter, viele kleine Glücksfälle, viele Glücksmomente werden dieses Jahr auf dich herabregnen. Ja, und ich hatte gehört, auf dich herabsegnen, was ja kein richtiges Wort ist, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ja, viele kleine Segnungen, viele kleine Wunder, viele kleine Glücksmomente, Glücksfälle werden dich begleiten in diesem wundervollen Jahr. Und deine Dunkelheit, in der du vielleicht im Moment noch bist, Depression, Trauer, ich höre vielleicht Verluste, vielleicht hast du geliebte Menschen verloren und warst lange in Trauer. Und in diesem Jahr erhellt sich nach und nach deine Dunkelheit wieder. Ja? Mit jedem kleinen Lichtfunken, der zu dir fließt, erhellt sich deine Dunkelheit ein wenig mehr. Die schon kommen. Oh, ja, guckt euch das an. Verbundenheit. Und sofort höre ich für die unter euch, die jemanden verloren haben, einen geliebten Menschen verloren haben. Ihr seid immer noch miteinander verbunden. Du darfst die Trauer und die Schwere jetzt loslassen. Ihr seid in Liebe verbunden, in Licht verbunden. Ja, vergiss das nicht. Und lass die Schwere ein bisschen los. Denn auch deine Liebsten auf der anderen Seite sehen es nicht gerne, wenn du so traurig bist, wenn es dir so schlecht geht, wenn du noch so leidest unter dem Verlust. Versuche ein wenig wieder in die Freude zu kommen. Wisse, dass sie immer bei dir sind, im Herzen sowieso. Ja. Ich spüre die Verbundenheit mit allem und fühle mich dadurch geliebt und beschützt. Und ich höre für die von euch, die Single sind und sich nach Liebe sehen, für die wird diese Verbundenheit jetzt kommen. Denn ich habe, ich wollte das hier hinlegen und das ist diese zwei, ja, zwei, die zueinander finden in Harmonie, in dieser Verbundenheit, in dieser Liebe. Und guck, die guckte so raus und ich dachte, ich schau mal, Drachenliebe, ja, Liebe kommt jetzt zu euch. Ich fühle, wie sich mein Herz in Liebe mit den Herzen der Drachen verbindet. Und ich habe gehört, ich höre, wie sich mein Herz der Liebe wieder öffnet, der Liebe wieder zuwendet, der Liebe wieder Vertrauen schenkt. Und mit all diesem Feuer, dieser feurigen Farbe hier, kehrt auch die Leidenschaft in dein Liebesleben zurück. Ja, das hatte ich am Anfang schon gehört bei der Beschreibung der Jahresenergie, dass die Leidenschaft zurückkommt, guckt hier unten drunter, ist Entspannung. Ja, das war das Gefühl, was ich am Anfang schon bei dieser Karte hatte. Dieses, du kannst dich entspannen, loslassen, Frieden mit all dem Grün, Herzheilung geschieht. Ich erlaube mir, mich jetzt vollkommen zu entspannen und loszulassen. Ja, okay. Ich höre mehr und mehr, dass dies, also nicht nur, aber stark ein Stapel für diejenigen unter euch ist, die jemanden verloren haben und dieser Liebe noch so nachtrauern, was selbstverständlich ist. Aber hier geschieht jetzt ganz speziell Heilung, ja, Herzheilung, die dein innerer Frieden kehrt zurück, ja. Und wenn dein Herz geheilt ist und du losgelassen hast, so gut es geht, dann kommt diese Entspannung, diese Zufriedenheit zurück. Und dann ist wieder Raum für neue Liebe. Ja, neue Liebe wird dich finden. Okay, und ich werde jetzt, ich habe zwar noch mehr Orakelkarten, aber ich höre jetzt Tarotkarten, mal schauen. Und ich liebe, wer oder was kommt denn, ja, wenn du losgelassen hast, wenn du ein bisschen
dich den neuen Lichtern, den neuen Lichtfunken in deinem Leben wieder hingibst und drehe das Deck um und unten drunter kommt schon der König der Münzen. Ja, da kommt eine stabile Person, eine das ist diese Person, egal ob Mann oder Frau, ja, egal was du suchst, habe ich auch vergessen zu sagen. Ja, wenn ich in er oder sie verfalle, entschuldigt bitte. Egal ob ihr Mann oder Frau seid, egal ob ihr Mann oder Frau sucht, nehmt das immer so, wie es für euch passt. Ja. Und diese Person, die da dann kommen wird, ist eine, oh, ich höre eine geheilte Person mit all dem Grün. Sehr stabil, wünscht sich langfristige Beziehung, stabile Beziehung, ist in sich stabil, in Emotionen, im materiellen, im geistigen, im Gefühlsbereich. Eine sehr ausgeglichene, geerdete Person, die dich unterstützen kann und möchte in allen Bereichen des Lebens. Besonders aber emotional. Ein emotional unterstützender Mensch, der die Trauer der Vergangenheit versteht. Und dich auch zurück in die Freude bringen möchte. Ja? Ja, unglaublich. Und das sind zwar die zwei der Stäbe, würde ich sagen. Hier, Stäbe, Feuer, genau. Aber ich hatte sofort, ich hatte das irgendwie als Ast der Stäbe gesehen. Dieser wundervolle Drache, der hier so, der dir sein Geschenk darbietet, seine Kugel, seine Liebe, seine Leidenschaft vor allen Dingen. Da kommt jemand, der die Leidenschaft zurück in dein Leben bringt. Ja, dich leidenschaftlich liebt, Leidenschaft mit dir erleben möchte und dir diese seine oder ihre Liebe anbietet mit dem Buben der Kelche. Ja, da gibt es Liebesbotschaften, Liebesschwüre, höre ich. Ja, und vielleicht eher so rum. Ja, da wird erst die Liebe kundgetan und dann geht es hier in die Leidenschaft für euch. Ganz, ganz schön. Was bringt dir das Jahr des Drachen im Bereich der Liebe? Ach, ich habe auch vergessen zu sagen, bitte nehmt nur das mit, was euch gut tut und was euch hilft, ja, und lasst den Rest für andere stehen. Immer nur nehmen, womit ihr in Resonanz geht. Wichtigster Satz und dennoch vergesse ich ihn immer mal. Entschuldigt. Also, was bringt hier das Jahr der Liebe? Ich höre immer wieder das Jahr der Liebe. Also, das wird ein Jahr der Liebe für euch. Mal so ganz allgemein gesprochen. Okay, ich höre erst noch mal weiter Orakelkarten. Vielleicht ein bisschen hin und her passiert, ja, ein bisschen durcheinander. Kein, ich treffe jemanden und dann verabreden wir uns und dann ist alles passiert so der Reihe nach, sondern vielleicht ein bisschen hin und her, wo ich so hin und her bin mit den Orakeldecks und den Tarotkarten. Aber das hat nichts mit dem Allgemeinen, mit der allgemeinen Energie, der Entspannung, der Zufriedenheit, der Leichtigkeit höre ich zu tun. Ja, es wird kein chaotisches Hin und Her, kein stressiges Hin und Her, sondern ein harmonisches. Es passiert eben nur nicht alles in irgendeiner regulären Reihenfolge, höre ich. Was bringt dir das Jahr der Liebe wieder? Höre ich das Jahr der Liebe? Was bringt dir das Jahr des Drachen in der Liebe? Ich höre, ich soll unten drunter gucken. Moment. Orange-goldener Drache vom Arcturus.
Macht dich, was, ach so, er macht dich offen für das Wissen um das neue goldene Zeitalter. Oh, Gold. Trage die Energie der Zukunft in dir, sei ein Leitbild. Fokussiere dich auf die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit. Blicke aufwärts, blicke zu den Sternen, nicht hinunter, nicht zurück. Fokus auf die Zukunft, auf eine leuchtende, strahlende Zukunft, voller neuer, wundervoller neuer Wunscherfüllung, höre ich. Wish upon a star, wünsch dir was bei einer Sternschnuppe. Und das Universum gewährt es dir. Und die war unten drunter, da sollte ich hingucken. Rein weißer Drache vom Orion. Verwandelt dein Aufstiegswissen in reine Weisheit. Okay, wundervoll. Also hier empfängst du das Wissen und hier verwandelt sich das Wissen in Weisheit. Ich höre Akasha-Chronik für einige von euch. Vielleicht liest ihr die Akasha-Chronik, empfangt ebenfalls Botschaften aus der Quelle, dann wird diese Fähigkeit sich massiv erhöhen, steigern, wie heißt das? Verbessern, Fähigkeit verbessern, ja. Er verwandelt dein Aufstiegswissen in reine Weisheit. Verarbeite, was du weißt. Handle wahrhaftig und ehrlich. Lass deine Lichtflügel wachsen und breite sie aus. Ich höre das Wissen, dass du wieder strahlen darfst, dass du wieder Licht und Liebe empfangen darfst, wird sich, okay, ich höre manchmal komisch an, wird sich auf magische Weise in dein Unterbewusstsein brennen, sodass dein Strahlen, dein Leuchten zurückkehrt, dass du wieder aufsteigst, aufblühst. Ich höre Heilung, Freude. Offen für neue Liebe, offen für das Licht, offen für neue Möglichkeiten, für eine neue Liebe. Das wird mit dir passieren, mit dir und in dir. Ja, ich höre, jetzt nehmen wir die. Das sind, die habe ich neue Karten für Liebende. Die sind sehr schön. Ich habe da noch nicht viel reingeguckt, aber es gibt so unterschiedliche Bereiche, Potenzial, Geschenke, Botschaften und es gibt auch, ach, Herausforderungen und gab es nicht noch irgendwas? Nee, also es sind jetzt nicht nur schöne, sondern es können auch immer mal Herausforderungen sein. Da schauen wir mal, da möchte ich jetzt einmal schauen, weil es hier auch ums Loslassen ging. Was darfst du loslassen oder was lässt du los in diesem kommenden Jahr? Was da hilfreich ist, loszulassen. Also ich dachte, ich schaue auf, was geht und was kommt. Ja? Jetzt schauen wir erstmal auf, was geht, was darf losgelassen werden. Oh, okay. Ja, okay. Einsamkeit und Alleinsein. Das ist das, was geht. Ja, neu. Wollte ich das denn? Eine neue Verbundenheit ist für dich vorgesehen. Ja, wundervoll. Mit der Nummer 13, der Tod im Tarot. Ja, etwas Altes endet, etwas Neues beginnt. Neue Möglichkeiten, neue. Neue Abenteuer, neue Dinge, die passieren. Dein Leben wandelt sich, du wandelst dich. Und damit wandelt sich dein Leben, damit wandelt sich dein Weg, dein Schicksalsweg. Indem du die Trauer hinter dir lässt, öffnen sich dir ganz neue Wege, ganz neue Pforten, höre ich. Ja. Und vor allen Dingen siehst du wieder all die Möglichkeiten, die du hast, die sich dir bieten. Ich habe das Bild empfangen von dir, wie du auf einem Weg gehst und du guckst immer nur nach unten, immer nur auf den Weg. Und vor dir ist erstrahlt ganz viel, eine wundervolle Landschaft mit wundervollen Menschen und also oben ist alles Sonnenschein und Freude und so viele Möglichkeiten, die du aber nicht siehst bis jetzt, weil du immer nur nach unten guckst. Das ist dieses in der Trauer
festhängen, an etwas Altem festhalten. Es muss ja nicht mal Trauer sein, aber an etwas Altem festhalten und nicht sich nicht aufraffen, den Kopf anzuheben, aufzublicken und diese Schönheit, die all diese wundervollen Möglichkeiten zu sehen. Und das wird sich jetzt ändern, denn wir haben am Anfang schon gehört, das Jahr des Drachen ist auch ein Jahr des Wandels, des Veränderung, weil es ein Jahr des Holzdrachens ist. Und Holz stand für Frühling, für Wachstum, Wandel, Neubeginn, neue Möglichkeiten. Ja? Und das ist es, was sich bei dir jetzt wandelt, die Einsamkeit und das Alleinsein, die sich wandelt zu Verbundenheit, zu neuer Zweisamkeit. Ja? Und ich möchte euch das hier vorlesen. Einsamkeit ist ein Zustand des Mangels. Sind wir einsam, fehlt uns etwas auf schmerzhafte Weise und es ist nicht leicht, uns selbst zu begegnen. Deshalb verlangt es uns oftmals zwanghaft nach einem Geliebten. Im Alleinsein hingegen erleben wir uns vollständig, erfüllt und mit allem verbunden. Wir genießen es, mit uns selbst zu sein. Uns fehlt niemand und doch sind wir offen für die Liebe und für Begegnungen. Offen für die Liebe und für Begegnungen. Wenn Liebende auch allein sein können, werden sie fähig, echte Nähe und tiefe Verbundenheit zu erleben, denn sie sind eins mit allem. Ausrichtung: Ganz gleich, ob ich mich gerade erfüllt oder im Mangel erlebe, ich nutze die Zeit, um mir tief und wahrhaftig zu begegnen. Mitfühlend und verständnisvoll umarme ich alles, was ich gerade in mir vorfinde. Ich lasse mich davon berühren und in die Tiefe meiner Essenz führen. Diese liebende Zuwendung mir selbst gegenüber macht mich stark und frei, wahrhaftig zu lieben. Ja, sehr schön. Dann schauen wir auf, was kommt. Schön. Ja. Was kommt? Alleinsein und Einsamkeit geht. Und was kommt, ist eine Botschaft. Ich bin für dich da. Und das ist, sofort habe ich das gehört, das ist diese Person, wo ich schon gesagt habe, jemand, der sich um dich kümmern möchte, der für dich da sein möchte, insbesondere emotional, ja, auf Gefühlsebene, dich unterstützen möchte, dich unterstützen möchte. Ja, ich bin für dich da. Das ist diese Person, die da jetzt reinkommt. Oder wenn du bereits einen Partner hast, das ist das, was sich wandelt in eurer Beziehung. Ja, von dem Gefühl des Alleinseins, des immer nur zuhören, aber selbst nicht gehört werden, sich allein fühlen in einer Verbindung. Wandelt sich das in diese Energie? Ja, ich bin für dich da. Auch dein Gegenüber ist endlich für dich da. Hört dir zu. Nimmt dich wahr, ja, das gegenseitig füreinander Dasein, füreinander einstehen, zusammen, gemeinsam sein können, dieses hier einfach sein können, die Liebe kehrt zurück, das Verständnis füreinander kehrt zurück. Das passiert. Du bist so unendlich wichtig und wertvoll für mich. Ich kann gar nicht anders, als dich ganz in mich hineinzulassen und dir in meinem Leben den Platz einzuräumen, den du bereits tief in meinem Herzen hast. So wie du ein essentieller Teil meiner selbst geworden bist, bin ich für dich da, wenn wir uns begegnen. Für dich da zu sein, ist für mich immer wieder eine Gelegenheit, in Liebe und Achtsamkeit mir selbst nahe zu sein. Ausrichtung, übrigens die Nummer 2. Noch einmal die 2 für die Balance und für die Liebe, für die Partnerschaft. Ausrichtung. Mit der Liebesbotschaft, ich bin für dich da, biete ich meinem Geliebten meine Unterstützung an und vermittle ihm Halt, Trost und Geborgenheit. Wenn wir uns in den Turbulenzen des Lebens aufeinander verlassen können, wird uns dies eine große Verbundenheit und ein tiefes Vertrauen in unserer Liebe schenken. Das hilft uns zu entspannen und uns miteinander geborgen und geliebt zu fühlen. Oh, ist das schön. Das ist genau, das spiegelt genau das wieder, was vorher schon alles durchkam. Ja, ganz, ganz schön, ihr Lieben. Ich muss mal eben Licht anmachen. Ich kann das nämlich
schon nicht mehr gut sehen. Und dann geht's weiter mit weiteren Karten. Ah, Sekunde. Flutlichtbeleuchtung. So. Ja. Das ist sehr schön. Also insgesamt schon mal hier von allein sein zu gemeinsam sein. Egal, ob du bereits eine Partnerschaft hast oder noch Single bist oder sehr in Trauer bist, da kommt jetzt Neues. Was bringt dir das Jahr des Drachen in der Liebe? Ich höre jetzt ganz deutlich, welcher Wandel vollzieht sich für dich? Ja, Fleur, zurück in die Leichtigkeit hier, in diese Leichtigkeit. Du kommst zurück in die Leichtigkeit. Das Schwere fällt von dir ab. Befreiung findet statt. Neue Möglichkeiten. Flirten sind, ist ja auch immer ein Neuanfang. Auch in einer Partnerschaft kann ein Neuanfang stattfinden, ja. Neue Leichtigkeit, neues. Ja, zurück ins Flirten, zurück ins Verliebtsein, zurück in die anfänglichen Schmetterlinge. Ich höre Flitterwochen zurück. Ich wollte aber gehört, zurück in die anfänglichen Flitterwochen. Ja. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Ja, beziehungsweise komme wieder in diese unbeschwerte Energie. Erlaube es, dich zu entspannen und loszulassen, den Schmerz loszulassen und damit die Einsamkeit, die Dunkelheit, die Schwere hinter dir zu lassen und zurückzukommen in die Leichtigkeit. Ja, das wird für dich passieren, aber du musst es zulassen. Ich sage bewusst musst. Wir sind hier immer im Team freier Wille. Niemand muss irgendwas. Ja, aber wenn du das möchtest, dann ist es irgendwie schon erforderlich, dass du das zulässt. Ja, dich wieder öffnest. Was bringt dir das Drachenjahr im Bereich der Liebe? Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Ja. Und dann kommt hier Kinder. Ja, noch einmal zurück in die Leichtigkeit, zurück ins Unbeschwerte. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Ja, ich höre hier eher dein inneres Kind. So, noch einmal zurück in die Leichtigkeit, ins Spiel. In den Flirt, ins Unbeschwerte. Achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Ja, und ich höre hier ganz deutlich, die Zeichen warnen dich. Du kannst nicht ewig so weitermachen. Du kannst nicht ewig in der Dunkelheit bleiben. Das ist nicht gut für dich. Ja, achte auf die Warnsignale, die dir andeuten, dir versuchen mitzuteilen, dass du in Depressionen abrutscht oder schon da drin bist, dass das nicht gut für dich ist. Ja, achte auf die Warnsignale und bemühe dich zurückzukommen in das Leichte, in das Spielerische, raus aus der Schwere. Wir schauen jetzt noch mal ein bisschen mit den Tarotkarten. Was bringt dir ein bisschen konkreter? Das war jetzt ja schon wieder sehr viel, was geht, was gehen darf, wenn du es zulässt. Ich möchte auch betonen, das ist auch immer das, was passiert, wenn ich die Frage stelle, was bringt dir das Jahr des Drachen, dann ist das das, was passiert. Aber du musst es zulassen. Ja. Ja, zumindest offen dafür sein. Das Universum kann dir noch so viele liebevolle Menschen, potenzielle Liebespartner oder so vor die Tür stellen oder kann den Partner, den du hast, noch so sehr dazu ermuntern, wieder auf dich einzugehen, dir zuzuhören, dich wieder wahrzunehmen. Wenn du dich vor all dem verschließt und mit gesenktem Kopf in der Dunkelheit sitzt und das gar nicht zulassen willst, dann
Also ja, dann kann das Universum dir noch so viel helfen. Dann ändert sich das natürlich nicht. Ja, also. Du musst dafür offen sein. Das war nur die Botschaft. Dann wird all das passieren. Dann wirst du zurück in die Leichtigkeit kommen. Dann kommt dieser wundervolle Mensch in dein Leben. Dann ändert sich dein Partner. Dann kommt eure Beziehung wieder in Fluss, wieder in den Ausgleich, wieder in die Harmonie, ins harmonische Zusammensein. Ja? Leidenschaft kehrt zurück, Harmonie kehrt zurück. Echte Verbundenheit kommt jetzt in dein Leben. Egal ob mit bereits vorhandenen Partnern oder neuen Partnern. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber wahrscheinlich, dass also die Kerze, die Flamme lodert total hoch seit einiger Zeit, ja? Da kommt hier Leidenschaft. Deine Flamme wird wieder lodern, wird wieder auflodern vor Liebe, vor Leidenschaft. Und dann kommt hier das Ass der Stäbe, wo ich hier schon dachte, das ist das Ass der Stäbe. Jetzt aber, ja, Leidenschaft. Alles, wonach du dich sehnst, alles, wo du sehnsuchtsvoll hingeschaut hast, was dir vielleicht bisher gefehlt hat, kommt jetzt zu dir. Und hier, du brüllst nochmal deinen Schmerz hinaus in die Welt. Und dann ist das weg, ja, ist das rausgelassen. Und neue Leidenschaft, da blubbert hier irgendeine Kerze bei mir. Und neue Leidenschaft kommt zu dir. Was passiert für dich im Drachenjahr in der Liebe? Die 5 der Kelche, und das ist ganz wundervoll. Noch einmal ein Hinweis auf die Depression, die Trauer hört auf, denn normalerweise sehen wir, wie die Person auf die 3 umgekippten Kelche guckt und die 2 gefüllten hinter sich nicht sieht. Aber hier hat der Drache sich abgewendet, abgewendet von den verschütteten Kelchen und sich den beiden Gefüllten zugewendet und mehr noch, nicht nur, dass er sich den gefüllten Kelchen zuwendet, er füllt sie selber. Ja? Trauer, Depression, Negativität lässt du hinter dir und deine Möglichkeiten, du erkennst wieder deine Möglichkeiten, du nimmst selber aktiv wieder teil an deinem Leben. Du pustest deinem Liebesleben selbst wieder Magie und Energie ein. Ja, nicht nur wendest du dich den Möglichkeiten, die dir zustehen, die das Universum dir bietet, zu, sondern du ergreifst aktiv Entschuldigung, mein Kopf ist komplett leer. Du ergreifst aktiv, keine Ahnung, du nimmst aktiv daran teil an deinem Liebesleben. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll. Ja. Ja, wundervoll. Und dann kommen hier die 4 der Schwerter verkehrt rum. Schluss mit rumliegen, nichts tun, in der Starre verharren, in Aktion treten. Das passiert. Oh, wie wundervoll. Und guckt euch das an und dann fällt dann, naja, und dann, ne, wenn du dann in Aktion getreten bist, hier wieder aktiv wirst, raus aus der depressiven Starre und Ruhephase. Und dann kommt das, das ist der Stern. Ist der nicht wundervoll? Ah, ja. Und dann findet ihr euch. Seelengefährten, Sternen, Sternengefährten, Sternenseelen. Ah. Und der Stern ist immer, oh mein Gott. Und dann schlage ich das auf und dann kommt die Sonne, der Stern und die Sonne. Das ist
Unglaublich, das passiert dann für euch. Der Stern, wollte ich nämlich gerade sagen, ist die Wunscherfüllung, das ist neue Hoffnung. Der Stern ist auch Heilung, ja, Heilung des Alten, was wir schon öfter gehört haben hier. Und die Sonne, dann kommt das Glück, wofür das Jahr des Drachen am allermeisten steht, ein glückliches Jahr. Das Glück findet wieder statt in deinem Leben. Du wirst wieder glücklich sein. Zurück in die Sonne. Also ich bin total begeistert, ja, nach dieser schweren Energie, die dich offenbar schon lange begleitet hat, wird es geht absolut bergauf. Ja, deine Wünsche werden wahr, deine Träume erfüllen sich. Heilung, neue Hoffnung, neues Glück. Gemeinsam mit einem Seelengefährten, mit einer, ich höre hier immer Dualseele, vielleicht weil die so weiß und schwarz sind, die beiden, in eine neue Zukunft schauen, in die Sterne schauen, sich gegenseitig den Rücken frei halten, füreinander da sein und absolute Glück, absolutes Glück, Freude, Leichtigkeit, Glückseligkeit, das passiert. Ganz, ganz schön. Und ich wiederhole noch einmal, ich weiß, das hören wir immer nicht gern, aber das Einzige, was du dafür zu tun hast, ist offen zu sein, ja, offen zu sein für deine Möglichkeiten und ein bisschen aktiv werden, ja, fülle selbst deine Kelche wieder ein bisschen. Und das ist gemeint in dem Sinne, wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt, im Dunkeln und nur auf deine Füße starrst, ist es schwer, dass das für dich passiert, ja, also ein bisschen Aktivität, ein bisschen deine Kelche füllen, indem du das Licht anmachst, aufstehst vom Sofa und dich wieder öffnest für die Möglichkeiten, die das Universum dir bietet. Und dann passiert all das hier. Ganz, ganz schön. So, und jetzt weiß ich gar nicht, was ich zuerst nehme. Ich habe noch so Drachenkarten und noch Amos-Botschaften. Ich nehme erst die Amos-Botschaft und dann enden wir mit einer Drachenkarte. Ja, die Liebe im Drachenjahr für dich. Ja, wie passend. Vergebung. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Ja, und noch einmal höre ich für die unter euch, die jemanden verloren haben. Er oder sie würde doch nicht wollen, dass du dein Leben jetzt in starre Depression und Dunkelheit verbringst. Oder ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Eure Lieben möchten, dass es euch gut geht, dass ihr weiterlebt, dass ihr neu durchstartet, neues Glück und neue Liebe findet. Ja, und mit vergiss ist, du wirst diese Person ja sowieso nie vergessen. Die lebt immer weiter in deinem Herzen. Ihr werdet immer verbunden sein und dennoch darfst du jetzt weitergehen. Dann kommt ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Sehr schön. Ja, okay. Okay, ja, so ein Traum. Dann schauen wir doch mal. Drachenschatz, die sind alle auf Englisch. Ich versuche das mal stotternd zu übersetzen. Ja, Drachenschatz. Wir Drachen haben Schätze, die wir sehr heißblütig bewachen. Wir sind aber auch großzügig. Und jetzt bieten wir dir einige unserer Schätze an. Und sie werden auf mysteriöse Weise, oh, auf geheimnisvolle Weise zu dir kommen. Wie wunderbar. Ja, was auch immer dir die Drachen schicken. Menschen, Liebe, Schätze. Du wirst nicht wissen, es wird plötzlich kommen und du wirst nicht ahnen, woher der Wind weht, höre ich, woher diese Geschenke kommen werden. Dann haben wir. Ah, Drachen des alten Weges. Du bist ein Kind der alten Wege.
ich weiß nicht, ob ich das genau richtig übersetze, aber die alten Praktiken, Practice, was ist Practice ist, praktizieren, ausüben. Also ich würde das grob übersetzen mit, du bist mit deinen Ahnen verbunden und die Weisheit und die Übung ist es nicht, Practice ist die, na, wie deine Ahnen Dinge gemacht haben, die Weisheit deiner Ahnen und so wie sie die Dinge getan haben, ist in dir, ja, mit diesen bist du verbunden. Also ein Kind der alten Wege, des alten Wissens, der alten Praktiken. Und ein Kind der Wege der Erde und der Sterne. Ja, und lass die Drachen dich wieder verbinden, dich rückverbinden mit deinen Ahnen und lass die Weisheit fließen. Ja, also Rückverbindung. Zur Weisheit, zur alten Weisheit, zur Weisheit deiner Ahnen. Hatte ich hier nicht auch irgendwo was gehört von Akasha-Chronik lesen? Oder? Ja, nee, ihr seid Stapel 1, das müsste ja gewesen sein. Ja. Rückverbindung mit altem Wissen. Dann haben wir hier. Entbindung der Drachen oder so, also Ablösung der Drachen. Wir Drachen schätzen die Freiheit und wir suchen uns aus, mit wem wir arbeiten. Wir versichern dir jetzt, dass du es bist, dass du es auch bist, den wir wählen. Du bist frei, menschliches Kind, Menschenkind. You cannot be compelled. Ich weiß nicht, du kannst nicht beschworen werden oder du kannst nicht, ich weiß nicht genau, was das heißt. Du bist frei zu entscheiden. Ja, du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Und das ist ganz wichtig, dass du die Wahl jetzt triffst. Die Wahl für die gefüllten Kelche und nicht die Wahl für die umgeschütteten, für die verlorenen. Ja? Die Wahl, vorwärts zu gehen. Die Wahl, ins Licht zurückzukehren. Deine Wahl. Und Drachenmond. Es gibt viele Formen des Lichts über Mutter Erde, Planet Gaia und alle übermitteln heilende Strahlen. Wir bitten dich, ein Bad im Mondschein zu nehmen und unter seinem silberfarbenen Strahlen. Also dich da aufzuhalten und diese silberfarbenen Strahlen einzuatmen, also in dich aufzunehmen, denn das ist magisch. Das wird dir magisch vorkommen, dich magisch heilen, dich upliften, anheben. Ja. Und zum Schluss, die hing da so fest und wollte unbedingt raus. Dein Drachentribe, deine Drachensippe. Wir senden dir jetzt Menschen, die Teil deiner Seelenfamilie sind. Solche, die viele Leben gewartet haben, um mit dir wieder vereint zu werden. Ja, und dann würde ich sagen, das so übersetzen, ungefähr in plötzlichen, in, oh, der Schleier wird sich bald lüften, also ihr werdet zusammengeführt, ihr werdet euch treffen auf unkonventionelle Weise, auf unvorhersehbare Weise, auf unwahrscheinlich, also unwahrscheinliche Begegnungen, unwahrscheinliche Treffen und und eure Seelen werden sich erinnern und sich gegenseitig erkennen. Und das ist total schrecklich und ich traue mich fast nicht, das zu sagen, aber ich habe es gehört und für vielleicht nur einen von euch ist es wichtig, dass ich es ausspreche.
Wenn du jemanden verloren hast, und wie gesagt, ich finde das ganz schrecklich, das zu sagen, und es tut mir echt leid, aber ich habe gehört, so schrecklich das auch war, es hatte den Zweck, damit du den oder die, die jetzt in dein Leben treten möchte oder mehrere vielleicht auch, wahrnimmst. Was nicht möglich gewesen wäre, wäre die andere Person noch in deinem Leben. Und ich entschuldige mich von Herzen dafür, aber ich habe das gehört, deshalb muss ich das aussprechen, weil das, und sei es nur für einen einzigen von euch, wichtig war zu hören, damit ihr versteht, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum sie so waren, wie sie waren. Ja, unsere Seele wählt manchmal für uns, für unser Gefühl, schreckliche Wege, schreckliche Arten, um Dinge zu erfahren, um Dinge zu erleben in diesem Leben, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht wirklich verstehen und auch manchmal nicht gutheißen. Ja, deshalb war das nochmal wichtig für den oder die eine von euch, das zu hören. Und es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss. Oh. Okay, ich will euch so nicht gehen lassen. Ich möchte euch noch eine Karte ziehen. Was für eine Karte ziehen wir noch? Eine von denen, die sind so wundervoll. Achso, ich hatte auch noch Charms rausgesucht. Möchte ich Charms? Nee, da fühle ich mich jetzt nicht nach. Ich ziehe euch noch eine von diesen. Nochmal, guckt unten drunter, ist nochmal die Vergebung. Deshalb wurde ich zu dem Deck hingezogen. Ich vergebe mir selbst und vergebe anderen und erfahre dadurch Frieden. Ach ihr Lieben, das kommende Jahr wird leichter. Neue Liebe findet statt. Eure Mitglieder eurer Seelenfamilie, ach, unglaublich. Mitglieder eurer Seelenfamilie werden zu euch geführt und guckt, was die Karte ist, die noch für euch kommen wollte. Liebe. Und guckt, wie hoch die Kerze ist, hier total außer Rand und Band. Liebe durchströmt mich, Liebe ist überall in mir und um mich herum. Und neue Liebe wird dein Leben erleichtern, erfreuen, dich zurück in Liebe und Heilung und Leichtigkeit und Leidenschaft bringen. Ja, eine wundervolle Abschlusskarte für euch, ihr meine wundervollen. Neue Liebe oder das Wiederaufblühen deiner Liebe, deiner Partnerschaft ist vorhergesehen, ist vorgesehen für das kommende Jahr, für das Drachenjahr in der Liebe, von dem ich die ganze Zeit immer sagen will, das Jahr der Liebe. Ja, für euch 2024, das Jahr der Liebe. Ihr Wundervollen, das waren die Botschaften für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ihr überhaupt noch dran seid und nicht schon längst abgeschaltet habt. Ich freue mich für euch, denn das ist es, was jetzt für euch passiert. Auch wenn ihr noch überhaupt nicht seht oder ahnen könnt, wo diese Liebe herkommen soll, wie das stattfinden soll, der Schleier wird sich bald lüften. Liebe wird euch finden. Ja. Ihr Wundervollen, ich sende euch ebenfalls ganz viel Liebe, ganz viel Harmonie, neues Glück, neue Freude. Fliegt mit den Drachen hoch in energetische Höhen, in Liebeshöhen, in eine wundervolle neue oder wieder erwachte Liebe. Ja. Alles Gute, bis ganz bald. Hallo, ihr Wundervollen von Stapel Nummer 2. Wenn ihr euch die Karte der Heiler und den wundervollen Smaragdkalzit ausgesucht habt, dann ist das jetzt euer Reading. Zu dem Thema, was bringt euch das Jahr des Drachen 2024 im Bereich der Liebe? Ich habe im Intro schon kurz was erzählt zum Jahr des Drachen. Insgesamt auf jeden Fall ein Jahr des Glücks. Die Energie kehrt zurück, die Kraft kehrt zurück.
Ein Jahr des Glücks, des Wohlstandes und des Erfolges wird es sein. Und wir schauen mal rein, was euch das speziell im Bereich der Liebe jetzt bringt. Ja? Ihr Wundervollen, bitte bedenkt wie immer, dass es allgemeine Readings sind. Ja? Nehmt daraus immer nur das mit, was euch gut tut, was euch hilft, was euch heilt und lasst den Rest für andere stehen. In Ordnung, ihr Wundervollen. Wir schauen rein. Ich habe für euch ausgesucht das Dragons Tarot, das wir nachher benutzen. Da hatten wir schon am Anfang gesehen, dass bei euch der Narr unten drunter liegt, der Hinweis auf einen Neuanfang. Aber das schauen wir später. Zunächst habe ich Orakelkarten für euch und beginne mit der Botschaft dieser Karte. Der Heiler, ja, also abgesehen davon, dass Heilung stattfindet, selbstverständlich Herzheilung im Bereich der Liebe, Heilung bei dir stattfindet, bei deinem Partner, deiner Partnerin, bei deiner zukünftigen Partnerin, Partner. Heilung findet statt, jeweils bei euch und in eurer Verbindung. Habe ich gehört mit diesem Drachen, der hier auf diesen Baum geklettert ist, wovor versteckst du dich bisher? Wovor bist du geflohen? Wovor bist du auf diesen Baum geflüchtet? Vor dem, was die Erde dir bringt, was der Erdboden dir bringt? Wovor fürchtest du dich? Im Bereich der Liebe. Das, wovor du dich fürchtest, das, wovor du hier geflohen bist, schaust du dir jetzt nochmal genau an und ich höre, du verlierst die Angst, gewinnst deinen Mut zurück, kommst in deine Kraft zurück und steigst mutig von dem Baum herab und stellst dich der Herausforderung, stellst dich der, und ich habe eher das Gefühl, es ist eine schöne Herausforderung, ja, es ist jetzt keine irgendwas Schreckliches, wovor du da Angst hast, sondern mehr, ich höre, es ist die Liebe, vor der du Angst hast. Und du stellst dich jetzt mutig der Herausforderung, Liebe, verlässt dein schützendes Versteck auf dem Baum, denn du sehnst dich ja danach, du guckst so sehnsuchtsvoll auf die Liebenden, die du siehst, die du überall wahrnimmst und wünschst dir so sehr auch so eine Liebe, das Gleiche, was du bei anderen siehst. Und jetzt ist es an der Zeit, deine Ängste zu heilen und dein Versteck zu verlassen und der Liebe mit offenen Armen entgegenzutreten. Sehr schön. Und auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich verfalle manchmal in er und sie oder ich sage das so, als wärt ihr Single, da die meisten der Zuschauer immer Single sind hier, kommen diese Energien natürlich auch am stärksten durch bei mir. Ich sage immer, was ich höre. Wenn ich von Singles rede und du in einer Beziehung bist, dann kannst du dir das auch immer so ummünzen. Ja, wenn du das Gefühl hast, du bist hier im richtigen Stapel, in der richtigen Energie. Ich sage, was ich höre, manchmal kommen die Energien durch von einer Partnerschaft, meistens die von Singles, manchmal auch von verstorbenen Liebenden und ich erwähne das auch nur, weil ich hatte neulich einen Kommentar und hatte da schon versucht, das zu erklären, dass ich sage, was Spirit mir eingibt. Und in einem Stapel ist es eben so, in einem anderen Stapel ist es anders. Da ich hier nicht rein die Karten deute, ja, wenn ich 5 Karten auslege und die Karten deute, dann kann ich mal sagen, ja, wenn ihr Single wärt, dann wäre es so und wenn ihr in einer Partnerschaft ist, dann wäre es so. Das mache ich ja nicht wirklich. Ich lege die Karten aus und dann kriege ich Input von Spirit in Form von Bildern, Gefühlen, Worten, die ich euch dann übermittle. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt erzähle. Vielleicht schaut genau die Person zu, die letztes Mal den Kommentar geschrieben hat. Dann hallo, das ist für dich.
Jetzt bin ich auch voll raus. Also nehmt es immer so, wie es für euch richtig ist. So, das war wahrscheinlich die Botschaft. Und jetzt fangen wir mal an, reinzuschauen in, was bringt euch das Glücksjahr des Holzdrachen 2024 im Bereich der Liebe? Und ich sehe schon schillernde Magie, schillernde Neuanfänge. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist, oh, das glitzert ganz wunderbar pink. Diese wundervollen Drachen. Ich habe natürlich ganz viele Drachenorakel rausgesucht für euch. Und wir schauen, was bringt euch das Jahr des Drachen im Bereich Liebe. Falls ihr das Intro übersprungen habt, der Holzdrache ist, also Holz ist, symbolisiert den Frühling und steht für Wachstum, Erneuerung, für Neuanfänge, für Wandel, für neue Möglichkeiten. Also vielleicht steht Veränderung an. Hier insbesondere in dir, ja, die Angst wird geheilt, du heilst deine Angst und bist dann bereit für einen Neuanfang, für ein neues, mutiges Herabsteigen aus deinem Versteck, von deinem Baum, dich der Welt wieder öffnen, dich der Liebe wieder öffnen. Und das wollte mal mit Kavums raus, sehr deutlich. Der Schlüsselhalter, der Bewahrer des Schlüssels, der den Schlüssel innehat. Ich höre die, ein wundervoller grüner Drache, ein weiterer grüner Drache für die Heilung für dich, ja. Die Person, die den Schlüssel zu deinem Herzen hat, haben wird, kommt jetzt auf dich zu. Oder erwartet dich. Ich höre mir, erwartet dich. Steht hier, fliegt hier mit dem Schlüssel zu deinem Herzen, hält den Schlüssel zu deinem Herzen in Händen und wartet darauf, dass du dich deiner Angst stellst, herabsteigst vom Baum und, oh, guck, so rum muss ich das hinlegen. Ja, erwartet dich hier und wartet darauf. Du siehst das schon, fürchtest dich aber noch ein bisschen. Aber sobald du herabsteigst aus deinem Versteck, erwartet dich die Person, die den Schlüssel zu deinem Herzen hält, mit der du die Liebe wieder leben darfst. Und ich werde angehalten, die Zahlen zu nennen. Hier ist es 31 und hier ist 10, 20 und 26. Das ist eine 4 und eine 8. Die 4 immer eine Zahl für Stabilität, für Sicherheit. Die 8 unter anderem, also die Zahl für Fülle, das Unendlichkeitssymbol, die Lemniskate, wenn man sie querlegt. Und die Quersumme von 2024. Wir sind im Jahr der 8, im Jahr deiner Heilung. Okay, wieder kenne ich die Hälfte der Worte nicht, aber egal. Wir haben die Nummer 15, the Sovereign, Souveränität. Ich höre wie die Herrscherin. Du kommst zurück in deine Herrscherkraft, gepaart mit der Leichtfüßigkeit, der Leichtigkeit. Hier kommt die Nummer 16, the Playmate. Also die Herrscherin und der Narr, die Herrscherin und der Spieler, die das. Das Königliche und das Kindliche vereinen sich wieder in dir. Beides kommt zum Vorschein. Möchte wieder gelebt werden, möchte wieder ausgedrückt werden. Ja, sowohl kommst du zurück in deine Sicherheit, raus aus deiner Angst. Das ist Selbstsicherheit, Konfidenz, Selbstsicherheit, oder? Selbstvertrauen, ja. Aber auch Leichtigkeit und Spiel, zurück ins Flirten. Zurück wieder neugierig zu sein, die Dinge spielerisch zu betrachten und nicht voller Angst schon tausend Szenarien sich ausmalen, was alles Schlimmes passieren könnte, wenn du denn von deinem Baum runtersteigst, sondern den Fokus, also ich höre nicht mehr sein im, oh mein Gott, was alles Schlimmes passieren kann, sondern im, oh mein Gott, was alles passieren könnte, wie wundervoll, ja? Dieser Energiewandel findet statt. Zurück ins Selbstbewusstsein. Und dann kommt dir, oh, der Tagträumer mit der Nummer 18, ja, zurück ins Träumen, ins Wünschen und Träumen, damit sich diese Wünsche und Träume dann erfüllen können.
Und das weiß ich nämlich leider nicht, aber die Nummer 22, die Soulmate-Zahl, ja, neue Gefährten. Vier kleine Drachen umschweben sie, wieder die Zahl der vier, wieder die Zahl der Stabilität. Du kommst zurück in deine Stabilität, in deine Selbstsicherheit. Ich will zurück in die Erdung. Ja, und Conjurer weiß ich nämlich nicht, was das heißt, aber egal. Ja, ein Zyklus hat sich vollendet. Und jetzt beginnt ein neuer mit dem Neuanfang, den wir hier doch hatten. Oder ja, der nahe lag bei euch drunter. Ein neuer Zyklus beginnt. Der Zyklus der Angst und Erstarrung endet jetzt. Der Zyklus des Abwartens, des sich nicht trauens, des Nicht-Selbstbewusstsein, nicht in der Leichtigkeit sein. Das alles endet und du kommst zurück in dein Selbstvertrauen, in die Leichtigkeit, zurück ins das Leben wieder genießen. Wieder offen sein für die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Was bringt dir das Jahr in der Liebe? Und Drachen stehen ja auch für Mut und für Kraft. Du kommst zurück in deinen Mut. Ängste hinter dir lassen und in deine Kraft, in deine Selbstsicherheit, in deine Stärke. Und ich höre nur die Stärksten und Mutigsten unter euch können diese Kindlichkeit und diese Leichtigkeit auch leben. Denn um das zu tun, muss man selbstsicher sein, damit man sich nicht davon beirren lässt, wenn dann jemand sagt, du bist aber albern oder das irgendwie versucht ins Negative zu ziehen, deine Leichtigkeit, deine in Anführungszeichen Kindlichkeit. Und dann kommt hier eine Botschaft für dich. Oh mein Gott. Botschaft, Schicksal, Entscheidung. Entscheide dich wieder mutig zu sein, entscheide dich wieder deinen Schicksalsweg zu gehen, dem du bisher ein bisschen davongelaufen bist, höre ich, mit dem hier auf dem Baum sitzen, ja. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Wir sind hier immer im Team freier Wille. Ihr tut, was ihr für richtig haltet, was sich für euch gut anfühlt. Aber schaut euch das an. Möchtet ihr hier bleiben, in der Dunkelheit, in der Angst verharren oder möchtet ihr farbenfroh euch eurem Schicksal stellen und diesen wundervollen Weg der Leichtigkeit des Spiels der neuen Liebe wählen. Achtet auf die Botschaften eures Herzens. Und kommt zurück ins Leben. Okay, allgemeine Hinweise wie immer. Ich sehe schon Spirit. Auch wenn ich gern wissen wollte, was passiert denn in der Liebe? Um Himmels Willen. So, Spirit, was passiert im Bereich der Liebe im Jahr des Drachen für meine lieben Zuschauer von Stapel Nummer 2? Ja, danke. Lebensfreude. Zurück in die Lebensfreude. Das passiert. Das ist so schön. Ich muss die auch andersrum hinlegen, ne? Botschaft, Heilung. Dann haben wir hier raus aus der Angst. Sie sieht auch so ein bisschen dunkel, ängstlich aus. Dann haben wir, naja, egal. So, dein Schicksal ist es, zurück ins Spielerische zu kommen, in die Leichtigkeit, ins Tagträumen, ins Wünschen, ins ich sehe Sternschnuppen. Zurück in die Lebensfreude. Ich öffne mich der Freude und fühle, wie mein Leben leichter und schöner wird. Raus aus der Angst, raus aus der Dunkelheit. Leichtigkeit, Freude, Spiel, Flirten, neue Liebe, dich der Person öffnen, die hier den Schlüssel zu deinem Herzen bereits hält und auf dich wartet. Darauf wartet, dass du bereit bist, von deinem Baum zu kommen. Schwarzer Drache, hüll dich in einen Kokon ein, damit dein göttliches Potenzial wächst. Meditiere, reflektiere, mach eine Metamorphose durch. Wie schön. Ja, und Spirit, das Universum, du bist beschützt auf deinem Weg des Wandels, auf diesem Weg des Neuanfangs. Ja?
Während du dich wandelst von Angst zu Mut, von Erstarrung und Trauer, vielleicht Depressionen, Ängsten zu neuer Lebensfreude. Ich möchte noch eine von denen, danke sehr. Hier kommt für dich der Erd- und Luftdrache, repräsentiert das perfekte Gleichgewicht von Himmel und Erde. Bleibe ausgeglichen, erde deine Vision, manifestiere deine Hoffnung und Träume. Oh, ist das wunderbar, ja. Träumen, hoffen und träumen. Ja? In der Luft sein, schweben, träumen, hoffen, sehnen. All das hilft dir, das auf die Erde zu bringen, zu manifestieren. Ja? Ohne Wünsche, Hoffnung und Träume ist ja nichts da, ist kein Funken da, der sich verfestigen könnte, der manifestiert werden könnte. Und im kommenden Jahr wirst du diese perfekte Balance finden oder der perfekte Ausgleich. Vielleicht hast du bis jetzt nur, warst du nur sehr geerdet, sehr festgefahren, ohne zu träumen. Ja? Oder andersrum, du hast nur geträumt ohne und hast dabei ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Und da kommt jetzt Ausgleich rein. Ich sehe noch nicht so ganz, was das mit der Liebe zu tun hat, aber vielleicht schauen wir das mal mit den Tarotkarten jetzt. Und das irgendwie, ich habe nicht alle aufheben können und es hat sich geöffnet bei der Hohepriesterin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, hatten wir das nicht schon hier? Meditiere, reflektiere, göttliches Potenzial. Das ist so ein bisschen die Hohepriesterin, ja. Folge deiner Intuition, höre auf die Botschaften deiner Seele, deines Herzens, um zurück in dein Gleichgewicht zu finden, um dich wieder anzubinden an dein Herz und zu lauschen, was möchte denn dein Herz wirklich? Möchte es in der Angst verharren oder möchte es nicht lieber wieder losgehen und spielen? Oder es muss ja nicht Angst sein, ich hänge so ein bisschen fest in der Angst, aber das kann alles Mögliche sein. Ja? Erstarrung, Depressionen, erstarrt sein in so, wie heißt denn das, Alltag? Ja, in einer Partnerschaft, wenn du in einer Partnerschaft bist und sich der Alltag so eingeschlichen hat, dass so, also dass das Leichte, das Spielerische total verloren gegangen ist, dann ist es das, jetzt wieder raus da, wonach sehnt sich denn dein Herz, deine Seele? Nach diesem Alltagstrott oder nach mal was Neuem, nach Abenteuer, nach Lebensfreude? Lebensfreude, zurück in die Lebensfreude ist das Motto für dein Liebesjahr. Ups, danke sehr. Ja, guckt euch das an, 10 der Kelche. Happy, happy. Liebe, Freude. Familie, Kinder, wenn du möchtest, glücklich sein, glückliche Beziehung, eine glückliche Beziehung. Das. Ach so, nee, die ist nicht so okay. Das ist die Special-Karte. Was bringt dir das Jahr des Drachen in der Liebe? Ja, wunderbar, der Magier, die Magie kehrt zurück. Klar, mit der Lebensfreude, der Leichtigkeit, der Kindlichkeit. Dann fühlt sich das Leben wieder magisch an. Oh, wie schön, und der Tod, ein magischer Neuanfang. Wie wundervoll. 4 der Kelche. Oh, das ist ja großartig. Königin der Kelche, König der Kelche, Königin der Kelche. Ich muss mal kurz, ich hatte eben was gesagt von, wenn sich in deiner Beziehung der Alltag eingeschlichen hat, ja diese Langeweile, Tristesse, immer ist alles wie immer, dann endet das jetzt, dann passiert da dieser Neuanfang, ein magischer Neuanfang, die Magie kehrt zurück in deine Seelenpartnerbeziehung, in deine Beziehung, denn wir haben hier das göttliche Paar, ja, König der Kelche und
Königin der Kirche. Ihr passt perfekt zusammen. Wenn du Single bist, dann kommt dein perfektes Gegenstück jetzt in dein Leben auf magische Weise. Die Erfüllung deiner Liebeswünsche, Liebesträume, ja, da findet ein magischer Neuanfang statt. Und aus dem Alleinsein, aus der Langeweile wird dieses wundervolle Paar, du und wer auch immer, was in einer, der Hierophant, in einer traditionellen, aber auch spirituellen Verbindung ausartet, ausufert, nein, endet, darauf hinausläuft, so, Dankesbild. Ja, eine langfristige Bindung. Eine Verbindung der Liebe spirituell vereint, körperlich, geistig, im Herzen vereint, aber auch auf irdischer Ebene vereint, das ist alles. Ja, Stabilität, Vier der Münzen, da kommt dann also eine stabile Verbindung, eine traditionelle stabile Verbindung. Eine Hochzeit eventuell, wenn du das möchtest. Ansonsten einfach eine stabile, lebenslange Partnerschaft. Und fünf der Münzen und die acht der Stäbe. Ich höre von, für einige von euch vielleicht, werdet ihr aus eurem Haus geworfen, in Anführungszeichen, also nicht wirklich, sondern mehr, ihr verlasst euer Zuhause, weil ihr zu eurem Partner zieht. Das ist dieses, das habe ich gehört hier mit den fünf der Münzen und den acht der Stäbe, da kommt Bewegung rein, Reisen. Und ich weiß nicht, warum ich hier das gehört habe mit dem, das Haus verlassen. Vielleicht, weil da in dem Tarot die Frau draußen vor der Kirche steht, ja, das ist ja die Karte, wo die Frau in der Kälte steht und nicht sieht, dass das Licht hinter ihr scheint, dass Wärme und ein Zuhause da sind für sie, wenn sie sich nur umdrehen würde und das hell erleuchtete Kirchenfenster sehen würde, sondern draußen sitzt im Schnee in der Kälte. Egal, deshalb kam ich da drauf, ja. Da kommt Bewegung rein, Veränderung. Ja, oder vielleicht hast du kein Zuhause und sehnst dich nach einem, dann kommt da ein neues Zuhause. Okay. Bewegung. So, das lassen wir mal so oben drauf liegen. Wundervoll. Liebe, ihr Lieben. Ja, auf magische Weise kommt da Liebe in dein Leben. Okay. Ich schaue mal zwischendurch. Ich mache das heute ein bisschen gemixt hin und her. Ich habe hier wundervoll neue Karten, die Karten der Liebenden, wo immer ein bisschen, also es gibt Potenzial, es gibt Botschaften, es gibt aber auch Herausforderungen und Geschenke. Und ich hatte in Stapel 1 einmal geschaut auf, was geht, ja, was geht raus, was verlässt dein Leben, was geht raus aus dir oder was darf noch gelöst werden und dann, was kommt. Wir schauen mal, ob das hier auch so wunderbar funktioniert. Ich schaue, was geht. Im Bereich der Liebe, der Partnerschaft, was geht? Oh, du bist ein Geschenk für mich. Du bist für mich ein so unermesslich wertvolles Geschenk. Ich fühle mich von dir so tief und frei von Bedingungen gesehen und angenommen, berührt und geliebt. Zu wissen, dass du dich entschieden hast, bei mir zu sein, mit mir durch Höhen und Tiefen zu gehen, mit mir Lust und Schmerz zu umarmen, gehören zu den größten Schätzen meines Lebens. Meine Dankbarkeit, dass wir jetzt unsere Liebe und unser Leben miteinander teilen, ist so grenzenlos wie die Liebe und Wertschätzung, die ich für alles, was du bist, empfinde. Ausrichtung: Ich betrachte meinen Liebespartner als ein kostbares Geschenk. Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, durchströmen mich Wellen wärmender Liebe und pulsierenden Glücks. Deshalb teile ich meinem Partner immer wieder neu mit, welch wertvolles Geschenk er für mich ist und wie froh und glücklich ich bin, dass er in meinem Leben ist. Die 9. Ich höre die Zahl der Wunscherfüllung. Und ich hatte ja gefragt, das ist das, was geht. In einer Partnerschaft ist das, was geht, dass du das vermisst. Ja, dass du dich nicht mehr
so gesehen fühlst, nicht mehr so geliebt fühlst, dass dir das so fehlt. Und das kehrt jetzt zurück. Als Single ist es eher die Angst, dass du das niemals erleben wirst. Und für einige von euch, dass du das verloren hast. Ich weiß nicht warum. Heute kommen sehr viele verstorbene Partner durch, dass du das verloren hast. Dieses Gefühl, dieses, ja, was hier alles stand. Und jetzt entweder nicht bereit bist, wieder runterzugehen, dich wieder neu zu öffnen für eine neue Möglichkeit auf wieder so eine Liebe und Angst hast, dass es nie wieder so werden kann oder nicht mal Angst, sondern einfach denkst, ach, ich hatte schon einmal so großes Glück, das kann ja nicht nochmal passieren. Und dann doch, diese Angst darf jetzt gehen. Ja, oder dieser Glaubenssatz. Selbstverständlich kommt das noch einmal. Okay, und entweder, ich hatte das jetzt vertauscht, ich hatte das auch so schön auf die rechte Seite gelegt, für was kommt. Denn hier kommt, glaube ich, eher das, was geht. Also dann ist das das, was kommt. Und hier ist eher das, was, oh, ist das eher, ist das wundervoll. Diese Herausforderung kam tatsächlich auch in Stapel 1, Herausforderung Einsamkeit und Alleinsein. Und das Potenzial ist das Sehnen, ja, dich sehnen nach dem. Und ist das eine wundervolle Reise von Einsamkeit und Alleinsein, dem Sehnen nach diesem und dann kommt dieses. Ich lese euch auch das vor. Herausforderung, Einsamkeit und Alleinsein mit der Nummer 13, der Tod im Tarot. Also das ist das, was jetzt, hier hattet ihr schon den Tod, neu anfängt. Also was endet und dann kommt dieses. Einsamkeit ist ein Zustand des Mangels. Sind wir einsam, fehlt uns etwas auf schmerzhafte Weise und es ist nicht leicht, uns selbst zu begegnen. Deshalb verlangt es uns oftmals zwanghaft nach einem Geliebten. Im Alleinsein hingegen erleben wir uns vollständig, erfüllt und mit allem verbunden. Wir genießen es, mit uns selbst zu sein. Uns fehlt niemand und doch sind wir offen für die Liebe und für Begegnungen. Wenn Liebende auch allein sein können, werden sie fähig, echte Nähe und tiefe Verbundenheit zu erleben, denn sie sind eins mit allem. Ausrichtung? Ganz gleich, ob ich mich gerade erfüllt oder im Mangel erlebe, ich nutze die Zeit, um mir tief und wahrhaftig zu begegnen. Mitfühlend und verständnisvoll umarme ich alles, was ich gerade in mir vorfinde. Ich lasse mich davon berühren und in die Tiefe meiner Essenz führen. Diese liebende Zuwendung mir selbst gegenüber macht mich stark und frei, wahrhaftig zu lieben. Ach, die sind so schön. Dann haben wir Potenzial, Sehnen. Sehnsucht ist ein süchtiger Zustand des Mangels. Wir verzehren uns ständig nach unserem Geliebten, weil in uns etwas fehlt, was wir durch ihn zu füllen erhoffen. Sehnen hingegen ist der Ausdruck eines Liebespotenzials, das danach verlangt, mit einem geliebten Menschen verwirklicht zu werden. Wenn wir dem Sehnen unseres Herzens Raum geben, bis es nicht mehr schmerzt, zeigen sich innere Qualitäten wahrer Größe, Kraft und Freude, die wir als Ausdruck unseres Seins in jede Begegnung tragen werden. Ich sehe gerade die vier, die Zahl der Stabilität, die wir hier auch schon hatten. Ausrichtung. Ich sehne mich danach, dich zu erreichen, dir wahrhaftig zu begegnen, dir nahe zu sein. Indem ich diesem Sehnen in mir Raum gebe, fühle ich die gewaltige Kraft der Liebe. Jenseits von Zeit und Raum sind wir hier und jetzt eins. Wenn es mich so machtvoll zu dem Geliebten zieht, achte ich darauf, ob dies aus einem inneren Raum des Mangels oder der Fülle kommt. Falls ich Mangel erkenne, schenke ich zuerst mir selbst liebevolle Aufmerksamkeit, bevor ich zu meinem Partner gehe. Das ist so schön, ja. Und dann kommt das. Du bist ein Geschenk für mich. Du bist ein so unermesslich wertvolles Geschenk. Das kommt dann in deine Beziehung zurück oder ganz neu in dein Leben in Form eines wundervollen neuen Partners. So, ich habe jetzt nochmal die Tarotkarten gegriffen und dachte aber, eigentlich hatten wir ja schon gesehen, was passiert.
Ein magischer Neuanfang, Happily Ever After, Hochzeit, das göttliche Paar und ein, das, also die Kelch, das Kelchpaar, ja, sehr gefühlvoll, voller Liebe, Zärtlichkeit. Ah, ganz schön. Oh, Verzeihung. Ja, entschuldigt. Und da ist eben nochmal ist dieser Packen rausgefallen. Wir haben den Ritter der Schwerter. Da geht's auf ins Abenteuer. Losgehen, mutig sein, vom Baum herabkommen. Auf ins Abenteuer. Mit den sechs der Kelchen begegnest du jemanden aus deiner Vergangenheit oder einer Past-Life-Beziehung. Auf jeden Fall kommt dein Soulmate in dein Leben oder ihr erneuert eure Soulmate-Verbindung. Denn es kommt neue Leidenschaft in diese Beziehung, neue Leidenschaft in dein Leben. Die Welt liegt dir zu Füßen. Ein ganz neuer Zyklus beginnt. Ja, ein Zyklus der Freude, der Fülle, der Liebe und der Leidenschaft, in der du endlich deinen Verstand mal abschaltest und deinem Herzen folgst. Ja, der Gedankenkreislauf endlich mal endet. All die negativen Gedankenmuster endlich abgeschnitten werden. Und Klarheit kommt zu dir, die Klarheit, dass dein Herz sich nach Liebe sehnt und du dich jetzt wieder öffnen darfst für die Liebe. Okay, und ich muss jetzt, lag eben schon, irgendwie kam die schon raus und jetzt guckte die wieder so raus, die Neun der Münzen. Ich weiß aber nicht, was sie zu bedeuten hat. Ich höre jetzt göttliches Timing, aber ich glaube, das ist die 7 der Münzen, ist eigentlich göttliches Timing. Eigentlich ist die 9 der Münzen die Single-Karte. Unter anderem. Ja, also zumindest im Liebesbereich ist das die Single-Karte. Und ich verstehe nicht, warum die rauskommt. Die hat eben schon rausgeguckt und ich dachte, ah nee, verstehe ich nicht. Aber jetzt schaut sie wieder raus. Also möchte sie gesehen werden. Okay. Und dazu, weil ich jetzt dachte, wieso, verstehe ich nicht, was soll denn das? Dazu kommt für euch die Karte der Stern. Ja. Alle deine, ich sage mal in Anführungszeichen, Single-Wünsche und Hoffnungen, Wunschträume werden jetzt wahr. Heilung passiert, Heilung deines Single-Daseins. Nicht, dass das eine Krankheit ist, nicht, dass das der Heilung bedarf, aber. Ja, was auch immer du dir wünschst im Bereich der Liebe, das wird jetzt wahr. Deine Träume erfüllen sich. Heilung geschieht. Ein Neuanfang. Ja, oh, sie hält ein Drachenei im Arm. Vielleicht Geburt, vielleicht sehnst du dich nach Kindern. Vielleicht hast du das schon versucht und es hat nicht geklappt. Dann wird es dieses Jahr klappen. Ansonsten ist das der Hinweis auf einen Neubeginn, auf eine Neugeburt im Bereich der Liebe, selbstverständlich. Kommt hier. Ein Neuanfang, ein neues Wunder höre ich. Das Wunder des Lebens, das Wunder der Liebe ereignet sich jetzt für dich. Und guck, du darfst ohne Angst lieben, ist hier drunter im nächsten Deck. Ja, runter vom Baum, Schätzchen. Was passiert für dich im Bereich der Liebe im kommenden wundervoll glücklichen Drachenjahr? Finanzen und Karriere. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus. Religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Entschuldigung, ich bin still, ich höre dazu nichts. Oh Mann, da fallen aber viele für euch. Okay. Lass deinen Ex-Partner los. Ihr Lieben, es tut mir so leid. Ich hatte Ähnliches schon in Stapel 1. Falls ihr einen Partner verloren habt, ein Partner gestorben ist, es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist jetzt an der Zeit, die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären, zurück in dein Leben zu finden. Ja? Und weil ich eben schon irgendwas gehört habe, ihr wart schon mal so glücklich.
dass ihr denkt, so eine wundervolle Beziehung, so eine wundervolle Liebe, so einen wundervollen Mensch kann es nicht zweimal für dich geben. Doch, das kann es. Es ist Zeit, diesen Gedanken auch loszulassen, dass dieses Wunder nicht ein zweites Mal für dich passiert. Denn wir hatten schon die Magiekarte gesehen. Ja, Magie ist am Wirken und schickt dir einen neuen wundervollen Partner, deinen Seelengefährten herbeirufen. Ja, deine Gebete, Affirmation und Visualisieren helfen euch zusammenzubringen. Wünscht dir was und es wird wahr. Flirt, ja, zurück in die Leichtigkeit. Spielen, loslassen, träumen, spielen, spielen. Und dann kommen hier Gespräche von Herz zu Herz. Das ist diese Energie. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Ja, aber eher, ich höre hier, du bist dies. Ja, wendest dich so ein bisschen ab. Wende dich nicht ab. Das Universum, die Engel schicken dir hier jemanden, der den Schlüssel zu deinem Herzen hält. Ja, oder der ist schon in deinem Leben. Wie auch immer, ist schon da. Und wende dich nicht länger ab. Du darfst ohne Angst leben. Du darfst von deinem Baum runterkommen. Ja, Heilung und Wunscherfüllung sind dir gewiss. Ich liebe dich. Große Liebe steht vor der Tür. Bleib dir selbst treu. Und wie könnte es anders sein? Verspieltheit. Leichtigkeit. Leichtigkeit kehrt zurück zu dir und du darfst zurück in die Leichtigkeit kommen. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Also das ist so schön und alles so stimmig und passend. Ja, Heilung geschieht für dich. Neue Liebe oder Wiederaufblühen der Liebe geschieht. Und Leichtigkeit und Spiel und Spaß und Lebensfreude kehren zurück in deinen Liebesbereich oder kommen erstmals zu dir im Liebesbereich. So, ganz zum Schluss habe ich noch so wundervolle Drachenbotschaften. Eine Drachenbotschaft für euch. Ja, Spirit und nicht so viele, die sind immer so schwer zu übersetzen. Eine. Danke sehr. Drei, naja, schön. Also, ich versuche das krüppelig und stotternd zu übersetzen. Drachen der Urahnen. Während du älter wirst oder wenn du älter wirst, werden deine Familienmitglieder zu dir aufschauen, um an deiner Weisheit und deiner Erfahrung teilzuhaben. Alte Seele, sollst respektiert und geehrt werden, während du älter wirst. Aha. Drachen, Erleichterung, Leichtigkeit. Ich höre sowas wie Gewicht abwerfen, die Leid. Ah, Leichtigkeit wahrscheinlich. Ja, Leichtigkeit nochmal. Leichtigkeit, ihr Lieben. Dein Lachen ist Musik zu uns Drachen, für uns Drachen. Wir wünschen dir die erhebende, erleichternde Energie des Lachens, die dich so leicht macht, dass du ganz hoch mit uns fliegen kannst. Ja. Eure Hauptbotschaft: raus aus der Angst, rein in die Leichtigkeit und ins Spiel. Und oh, die kam auch in Stapel 1. Unbinding of Dragons, also das Loslassen der Drachen oder die Befreiung heißt es wahrscheinlich, der Drachen. Wir Drachen schätzen die Freiheit und wir wählen, mit wem wir arbeiten. Wir versichern dir jetzt, dass du es auch bist, also dass du auch unsere Wahl bist. Du bist frei, Menschenkind. Du kannst nicht gefesselt werden.
Du, es ist deine Wahl. Du bist frei zu wählen. Ja, deine Wahl. Ja, deine Wahl. Angst oder Leichtigkeit? Trauer oder Freude? Liebe oder Alleinsein? Und wir kennen doch die Antwort. Liebe. Ihr Wundervollen, so schön. Neue Leichtigkeit, neue Liebe. Ein Seelengefährte, das göttlich perfekte Paar findet wieder zueinander oder findet sich ganz neu. Ja? Liebe für dich. Deine Wünsche werden wahr. Der Stern, den möchte ich ja hier auch nicht vergessen. Ja? Und vor allem zuallererst Heilung geschieht. Herzheilung, Herzöffnung, neue Liebe für dich. Ja? Ihr Wundervollen, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart und bis ganz, ganz bald. Macht's gut. Hallo, ihr Wundervollen von Stapel Nummer 3. Wenn ihr euch diese zauberhafte Karte Soul Guardian, Seelenwächter, und den blauen Appetit dazu ausgesucht habt, dann ist das jetzt euer Reading mit der Botschaft: Was bringt euch das Jahr des Drachen im Bereich Liebe, Beziehung, Partnerschaft? Da schaue ich jetzt mal für euch rein. Ihr Wundervollen, bitte bedenkt wie immer, dass es allgemeine Readings sind. Nehmt daraus immer nur das mit, was euch gut tut, was euch hilft, was euch heilt und lasst den Rest für andere stehen. In Ordnung? Ihr habt euch für diese Karte, ach ja, und für das, Moment, oh Gott, Entschuldigung, wundervolle Tarot of Dragons entschieden, dass ich hier für euch benutze. Sehr schön, da kommt schon der Bube, der Schwerter, Neugierde, Neuanfang. Da schauen wir jetzt mal rein. Ach ja, und bei euch war unten drunter dieses, das Chaos endet, ne? Der Wirbelsturm hört endlich auf, lossegeln zu neuen Ufern. Ach, das war es gar nicht. Egal. Ja, so. Ihr Wundervollen, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich bin heute ein bisschen tüdelig. Ich hatte im Intro schon ein bisschen erzählt über das Jahr des Drachen, nur ganz kurz. Es ist das Jahr des Glücks. Es wird ein glückliches Jahr werden. Ein Jahr voller Glück. Die Energie kehrt zurück. Die Energie kehrt zurück. Die Kraft kehrt zurück. Ein Jahr des Wohlstands, des Erfolgs. Aber auch da es ein Jahr des Holzdrachens ist und das Holz für Frühling steht, für Wachstum, Veränderung, Neuanfänge, kann es auch zu, oh, ich höre, drastischen Veränderungen in eurem Leben kommen. Das habe ich in den anderen Stapeln nicht gehört. Massive Neuanfänge im Bereich der Liebe möchte ich vermuten, da wir in diesem Bereich schauen. Ah, ihr Wundervollen, falls ich in er oder sie verfalle oder über Singles spreche und ihr seid in einer Partnerschaft, dann deutet euch das immer so um, wie es für euch passt. Ja, immer so ein bisschen auf euch selbst ummünzen, das kriegt ihr schon hin. Ja, ich gebe immer das wieder, was ich von Spirit so reinbekomme, und oft sind die Energien eher auf Singles ausgerichtet. Da die meisten von euch, die hier zuschauen, offenbar Single sind, kommen natürlich auch diese Botschaften dann eher durch. Ja, aber lasst euch nicht davon abhalten. Ihr wisst, was für euch bestimmt ist, was für euch gut und richtig ist, und man kann sich immer auch das Gesagte so umwandeln, dass es auf eure Situation passt. Ja? Und wenn ihr das Gefühl habt, es passt so gar nicht, dann vielleicht einen anderen Stapel oder ein anderes Reading aussuchen. Okay? Yay! Los geht's. Ich bin sehr. Puh! Ich war sehr müde, kurz bevor das Reading angefangen hat. Und jetzt bin ich so. Ja! Los geht's, wir starten neu durch. Abenteuer erwarten uns, ein ganz neues Leben beginnt, neue Liebe, neues Glück. Ja, und wisset mit dieser Karte: Seelenwächter. Er sieht unglaublich schön aus, oder? Sehr spirituell, sehr weise, aber auch sehr.
Ich weiß nicht, ob sie ihn hätte ich gern als Freund. Ihn als Drachen. Er sieht aus, als könnte man mit ihm wunderbar viel Spaß haben, viele Abenteuer erleben, aber er ist auch für einen da, wenn man ihn braucht. Und er kann dann auch beschützen vor Sturm und Widrigkeiten. Ja? Und so jemanden habt ihr entweder an eurer Seite oder so jemand wird in euer Leben treten. Oh, oh, wow, okay. Und ich höre, die Zeit ist reif für jemanden in eurem Leben, der bis auf den Grund eurer Seele sehen kann, der euch kennt, der euch erkennt, der euch wahrhaft sieht und umgekehrt genauso. Jemand, der eure Seele beschützen will und wird. Jemand, mit dem ihr auf Seelenebene schon tief verbunden seid, schon lange, lange, ich höre Jahrtausende verbunden seid. Gemeinsam habt ihr schon jedem Sturm getrotzt, allen Widrigkeiten widerstanden, alle Widrigkeiten überlebt und überwunden. Und nichts konnte eure Verbindung aus der Bahn werfen. Ja, nichts konnte sie zerstören, auseinanderreißen, ihr Schaden zufügen. Oh wow, Wahnsinn. Eine ganz andere Energie als in den ersten beiden Stapeln. Ich fühle mich total, ich kann es gar nicht beschreiben, geerdet, als wäre ich das klingt super albern, aber ich fühle mich, als wäre ich ein sehr mächtiger, sehr alter, weiser, männlicher Drache. Und ich kann hier einfach sitzen und egal, auch wenn um mich herum das Chaos ausbricht, die Hölle losbricht, das kann mir alles nichts anhaben. So wird diese Person sein oder so wirst du dich fühlen oder so wird diese Liebe sein, die hier zu dir kommt. Wundervoll. Oh Mann, und schön, dass ich mich wie ein dicker alter Drache fühle. Ha. Ah. So, Spirit. Was bringt das Jahr des Drachen für meine Lieben von Stapel Nummer 3 in der Liebe? Ich habe gehört, was ändert sich hier? Okay. Was bringt dir das Drachenjahr in der Liebe? Okay, und ich weiß nicht, warum ich das Gefühl habe, das bei euch zu sagen, aber ich habe vorhin schon, als ich habe alles so gold und weiß und als ich mich angezogen habe, habe ich schon gedacht, oh, weiß für die Reinheit und für die Reinheit und das Erneuerung, ja, neues Leben, neu durchstarten, ja, rein, neu. Und Gold für die Schätze und habe dementsprechend auch weiß-goldene Nägel mir gemacht und alles weiß-gold. Und bei euch fühle ich mich berufen, das zu sagen, dieses ein Neuanfang, ein reingewaschener Neuanfang. Ich kann das nicht richtig ausdrücken. Ich hoffe, ihr wisst trotzdem, was ich damit sagen will. Der unglaubliche Schätze offenbart. Ja, also Neuanfang, neue Schätze, neues Glück jetzt in diesem Jahr für dich. So. Und hier kommt für dich. Oh, wie schön die Nummer 40, The Tender. Ich glaube, Tender ist so weich, liebevoll. Ist das nicht ein Song von Elvis? Love me tender, love me sweet. Also liebe mich, keine Ahnung, zärtlich, liebe mich süß oder so. Ich weiß es leider nicht, aber guckt, wie die beiden da sind. Sehr, das fühlt sich jetzt sehr zärtlich, sehr warmherzig, sehr, sehr wohlwollend an eine. Ja, wunderbar. Ganz anders als die Energie, die ich bei ihm hier gefühlt habe. Aber das heißt, dieses eine Liebe auf allen Ebenen, die ist kraftvoll und stark und übersteht jeden Sturm, ist aber auch
zärtlich und liebevoll und sanft und vorsichtig und rücksichtsvoll und so schön. Und ist der nicht, die sind sowieso so bezaubernd, die Karten, aber ist der nicht sehr bezaubernd, wie er, sieht so aus, als würde er sich vorbeugen, um sie zu küssen, so ein ganz sanfter, leichter, zärtlicher Kuss. Schön. Euer Jahr wird schön. Die Liebe. Die Liebe für euch im wundervollen Drachenjahr 2024. Ein ganzer Haufen an Karten fällt für euch. Zunächst der Sonnentempel, neue Freude, neues Glück. Die Sonne geht wieder auf für euch. Und die waren, ich habe die eben schon einmal ganz kurz so durchgeguckt. Und vielleicht, damit sie alle nebeneinander liegen können, lege ich sie hier unten drunter. Ja, Sonnentempel, neue Freude, neues Glück. Eure Narben dürfen heilen, falls ihr denn welche habt. Neuer Mut entsteht in euch, ja, also der Mut in euch kehrt zurück, um die göttliche Ordnung zu erfüllen, dein universelles Schicksal. Die Schatten lösen sich auf in dir, in deinem Leben, im Bereich der Liebe und neue Leidenschaft, ja, Sonne, Leidenschaft kommt im Bereich der Liebe zu dir zurück. Das ist unglaublich schön. Unglaublich schön, ja. Narben heilen, die Schatten werden durchlichtet. So lustig, ich höre bei euch, sonst höre ich immer also ganz viel und habe Gefühle und kriege Bilder und alles mögliche. Bei euch gibt es nur zack, 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 Stichwort. Ich weiß nicht, was hier los ist mit Spirit, aber es ist sehr schön hier. Ja, wieso ist doch alles gesagt, habe ich gehört. Ja, hier göttliche Ordnung, ne? Divine Timing, Divine Order. Das Universum bringt dich zu deinem Schicksal, Schicksalsgefährten, Soulmates. Liebe, Glück, Freude, Fülle, alles super. Neuer Mut, Schatten, Narben, Heilung der Vergangenheit. Top, weiter geht's. Entschuldigt, wenn ich das so ruppig sage, aber so habe ich das gehört. Also, zack, 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 euer Soulmate wartet offensichtlich, dass ich mich hier beeile. Fragt mich nicht, wieso. Ja. Jetzt, hier seht ihr, jetzt, zack, zack. Mal ein bisschen Hinne machen hier, damit wir loslegen können. Ich lebe im Jetzt und ich erschaffe mir meine Realität bewusst jeden Tag von neuem. Ja. Und ich höre jeden Tag, ab jetzt wird es glücklich, glück, sonnig, erfüllt, Fülle, voller Fülle und Freude sein in deinem Liebesleben. Denn das ist die göttliche Ordnung, das ist dein Schicksal. Ich muss kurz meine Nase putzen, entschuldigt. Oh, mir läuft immer die Nase, wenn ich so lachen muss. Und das Bild mich ein bisschen zum Lachen gebracht hat mit seinem ruppigen Zack, Zack, Zack. Wahrscheinlich war ich ihm zu schwafelig. Oh, ist das schön. Und guckt hier die weiche Liebe. Und dann küssen sie sich so zärtlich. Und so, Ist immer ein bisschen hottig hier. So, wollen wir noch eine von denen? Ja, wir wollen noch eine. Wenn wir sowieso nur Stichworte kriegen, können wir auch ein paar mehr Karten ziehen. Ah. Ah, die habe ich eben schon gesehen. Okay. Dann in Ordnung. Ah.
Körperbewusstsein. Ich liebe, achte und wertschätze meinen Körper für seine treuen Dienste. Mit all dem Grün höre ich, auch hier findet Heilung statt. Ich gehe auf gesundheitliche Sachen eigentlich nie ein, grundsätzlich nicht, aber ich höre hier kleine Zipperlein, irgendwas, was in deinem Körper nicht rund lief, heilt. Und du wirst vielleicht wieder, also fitter oder gesünder, wie auch immer, fühlst dich körperlich besser, was dich dann selbstbewusster macht, dich schöner strahlen lässt. Denn wir wissen alle, die äußere Schönheit ist immer nur abhängig von dem, wie wir uns fühlen. Ja, also andere sehen uns so, wie wir uns fühlen. Ja, wenn ich mich hässlich fühle, naja, werde ich nicht unbedingt als hässlich gesehen. Naja, das stimmt auch nicht so richtig. Ja, aber wenn ich mich glücklich fühle und schön fühle, dann sieht man mich auch so. So, das sollte hier gesagt werden. Und dadurch, dass du dann geheilt bist oder ne, wieder gesünder wirst, wieder fitter wirst, fühlst du dich auch besser und das strahlst du natürlich auch aus. Und so wirst du dann wahrgenommen. Oh, okay, ja. Ich muss noch mal meine Nase putzen. Und so, Verzeihung. Die Liebe im Jahr des Drachen für dich. Erzengel Gabriels Drache bringt Läuterung. Guckt euch das an. Wo ich von Reinheit spreche, ja, Reinheit, rein waschen und ich mal das Gefühl hatte von so waschen, Neuanfang, Taufe. Läuterung. Sehr schön. Selbstdisziplin wird den Aufstieg beschleunigen und Freude bringen. Du kannst Erzengel Gabriels Diamanten tragen. Wie schön. Und Erzengel Gabriel ist doch der Bote Gottes, die Botin Gottes, also die für Nachrichten überbringt, ja, mit Horn und Nachrichten überbringen. Und worauf will ich hinaus? Spirit, worauf will ich hinaus? Ich weiß es nicht, irgendwas hatte ich eben gehört, das habe ich jetzt wieder vergessen, aber mit göttlicher Ordnung und Schicksal und dass du Nachrichten überbracht bekommst, was dein Weg ist. Läuterung, reinwaschen, guckt euch das an, das Licht nach den Schatten, das Reinwaschen nach der Dunkelheit. Und dann kommt hier noch, oh, die sind auch so schön, Luft- und Wasserdrache, hilft dir, dich mit deinen höheren Schwingungen zu verbinden. Vertraue deiner Intuition, entwickle deine außersinnlichen Fähigkeiten, sei offen für Erleuchtung, singe dein inneres Lied. Wunderbar. Höre auf die Botschaften Gabriels, der Verkünder von Gottes Botschaften, der dir das Wissen, die Wahrheit des Universums Gottes überbringt. Die Wahrheit, das Wissen deiner Seele über diese Seelenverbindung, die hier kommen möchte oder in der du bereits bist. Ja, die so 1000 Jahre lang währende Verbindung eurer Seelen. Lausche in dich hinein, höre wieder auf deine Intuition, auf deine Geistesblitze, die Erleuchtung sind, die Botschaften von Erzengel Gabriel sind. Und dann kommt hier zum Schluss, wie wundervoll ist dieser rosa-rote Drache. Befreit dein Herz
Oh, okay, ich habe gehört, befreit dein Herz, habe ich gelesen. Hier steht aber, bereite dein Herz darauf vor, dich mit den höheren Facetten des kosmischen Herzens zu verbinden. Öffne dein Herz für warmherzige Liebe. Ich habe gelesen, unerwartete Liebe. Öffne dein Herz für warmherzige Liebe und Diamantlicht. Verbinde dich mit der Liebe des Universums. Ja, Universum. Eine schicksalhafte Liebe steht bevor. Naja, und hier guckt, wo ich das aufdecke, vielleicht mit einem König der Stäbe, ein feurer, leidenschaftlicher Gefährte, Gefährtin. So, wir schauen jetzt mal ein bisschen Tarotkarten zwischendurch. Die Liebe für euch. Was bringt euch das Drachenjahr in der Liebe? Liebe, die Liebenden. Ja, Soulmates, ist das nicht eine wundervolle Soulmate-Karte? Der Erddrache und der Wasserdrache. Gemeinsam hier, ihr zwei. Ah, ja, all das habe ich schon gefühlt bei dieser ersten Karte, diese unglaublich tiefe Seelenverbindung, euer beider Seelen. Unglaubliche Soulmate-Verbindung. Das Ass der Münzen, ja, ein Geschenk. Diese Liebe ist ein Geschenk für dich. Ein Geschenk des Universums, dass ihr euch wiederfindet, dass ihr euch wieder einmal schicksalhaft begegnet, wie es vorgesehen ist. Und wieder, guck, die küssen sich auch. Und hier habe ich doch auch schon gedacht, die küssen sich. Küsse, es gibt Küsse in diesem Jahr. So, die Liebe für dich im Drachenjahr. Was passiert denn hier? Die zwei der Stäbe und der König der Schwerter. Oh, und den liebe ich so sehr in diesem Deck. Die zwei der Schwerter, entschuldigt, die zwei der Stäbe, es ist schon spät, es tut mir leid. Die zwei der Stäbe, Sehnsucht, ja, deine Sehnsüchte. Hier hält die Welt in Händen und guckt sie an und sehnt sich danach, überall dahin zu gehen. Ich höre, all deine Sehnsüchte und Wünsche und Träume erfüllen sich jetzt, werden jetzt Realität. Du hältst die Welt in Händen, die Welt liegt dir zu Füßen. Du hast die Wahl, du bist der Herrscher über deine Welt, über dein Glück und du wirst so glücklich sein. Und dann kommt hier nämlich der König der Schwerter, der in diesem Deck so bezaubernd ist. Er sieht aus, als würde er die Zähne fletschen. Für mich grinst er und also man sieht es ihm nicht an, aber ich fühle, er lächelt. Er lächelt diesen Schmetterling an, den er fressen könnte, den er zermalmen könnte. Aber er ist so, wie heißt denn das? Oh, ich finde das deutsche Wort nicht. Moment. Voller Bewunderung, voller Zärtlichkeit, voller Liebe für diesen Schmetterling. So einen Menschen ziehst du jetzt in dein Leben, ja? Du bist der Schmetterling und du wirst jemanden finden, der, nämlich dieser hier, dieser Seelenwächter, Seelenbeschützer, der deine Seele beschützt, aber gleichzeitig, ja, das ist ja wieder diese beiden Karten zusammen. Total stark, beschützend, sorgt für dich und ist aber gleichzeitig so zärtlich und liebevoll mit dir. So eine Person kommt hier für dich. Wundervoll. Und hatte ich das bei euch, dieses Dualseelengefühl? Nee, ich glaube nicht. Aber hier schon mit diesen, wir sind so unterschiedlich, ja. Ich bin Erde, du bist Wasser. Und trotzdem gehören wir zusammen. Ich bin Drache, du bist Mensch und trotzdem gehören wir zusammen. Ich bin Drache, du bist ein Schmetterling und trotzdem gehören wir zusammen. Ja, also vielleicht seid ihr sehr unterschiedlich im Außen, aber eure Seelen gehören zusammen. Okay, die wollte fallen, wollte sich aber nicht umdrehen lassen. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.
der Stäbe. Ah, wundervoll, ja. Wo ich gerade vorher das gesagt habe, ihr seid so unterschiedlich und trotzdem gehören eure Seelen zusammen. Vielleicht erkennst du das am Anfang nicht oder denkst, ach, wir sind so unterschiedlich, das kann doch nicht klappen, das kann doch nicht funktionieren, das kann doch nie was werden. Dann befreie dich, also die Befreiung aus deinen Glaubenssätzen, aus deinen dich selbst fesselnden, einengenden Glaubenssätzen, dass das nie was werden kann, dass ihr doch zu unterschiedlich seid, dass ihr nicht zueinander passt. Die Befreiung daraus bringt den Erfolg, führt dich zum Sieg, zum Erfolg, zum Glück. Okay, wir haben 10 der Stäbe, Belastung. Ich höre Belastung der Vergangenheit für einige von euch. Ah, okay, ja. Also, hier geht es noch einmal um diese Befreiung, ja, von den Belastungen, den Lasten der Vergangenheit, höre ich noch einmal. 5 der Kelche, raus aus dem Deprimiertsein, aus dem Nichtsehen, was dir geboten wird, nicht sehen, was das Universum dir darbietet, diese wundervolle Seelenliebe. Und du siehst sie einfach nicht, weil du auf das Negative schaust, auf das, ne, was nicht zusammenpasst. Auf Äußerlichkeiten vielleicht, auf alles, was diese Beziehung, diese Liebe vielleicht belasten könnte, sie erschweren könnte, auf all die Hindernisse und Bürden, auf all deine Ängste. Ja? Raus da. Raus da. Nur wenn du dich von all dem befreist, kann es hier zum Sieg kommen, kann es zur Freude kommen, kann es zum Erfolg in dieser Liebe kommen. Ja, ich will dich zu nichts nötigen, selbstverständlich. Wir sind hier immer im Team freier Wille. Aber falls du das Gefühl hast, also ne, jemand, du triffst jemanden und dann passiert genau das. Und du denkst, oh, wundervoll, ich habe das Gefühl, wir sind auf Seelenebene, wir sind uns schon begegnet, das ist so wundervoll. Aber wir passen ja gar nicht zusammen. Dann erinnere dich an dieses Reading und denke daran, deine Lernaufgabe, dein Part in dieser Verbindung ist es, dich von diesen negativen Glaubenssätzen zu befreien, von dem, das ist doch zu belasten, das ist zu schwierig, das schaffen wir nicht, ne, von deinen Ängsten, von all diesem negativen Kram, befreie dich. Ja, Leichtigkeit, geh doch mit Leichtigkeit an die Sache ran, im Spiel, spielerisch erstmal. Und dann wirst du schon sehen, wie wundervoll ihr beiden zusammenpasst. Egal, wie unterschiedlich ihr nach außen hin aussehen mögt. Ja, denn sonst endet das in Herzschmerz. Das wollen wir doch nicht. Mäßigkeit, ja, mach einfach langsam. Du musst das ja nicht überstürzen. Ja, hier langsam und in Leichtigkeit. Das angehen, da in diese Verbindung einsteigen. Und ich höre, du musst nicht gleich so Feuer und Flamme sein, dass es dich verbrennt. Ja? Mach in deinem Tempo. Aber auch nicht gleich umdrehen und wegrennen, weil du Angst hast, dass das zu schwierig sein könnte oder sowieso nie funktionieren könnte. Ja, sehr schön. Der Bube der Stäbe. Sei doch ein bisschen neugierig, kreativ, abenteuerlustig. Lass dich doch mal auf ein Abenteuer ein. Ja, wenn du dann siehst nach einer Weile, okay, das wird wirklich nichts, kannst du ja immer noch gehen. Aber nicht gleich von vornherein die Tür zu machen und denjenigen gar nicht erst reinlassen. Nimm das Geschenk an, was das Universum dir bringt. Verschließe dem nicht gleich die Tür. Ja? Erstmal annehmen und gucken, ob das nicht doch funktioniert.
Denn das wird eine wundervolle Liebe. Das haben wir gesehen, das habt ihr ja mitbekommen, ja? Seelenliebe. Über tausende von Jahren, eure Seelen sind so innig miteinander verbunden. Das möchtest du doch nicht missen, oder? Nur weil du jetzt denkst, wir sind so unterschiedlich. Ja, ach, der Kelche, noch einmal raus da. Raus aus diesen Zweifeln. Und ich höre hier raus, als letztes kamen auch die drei der Schwerter. Dieses Liebeskummer. Begib dich doch nicht schon in Liebeskummer, ohne überhaupt auszuprobieren, ob das nicht funktionieren kann. Ja, das ist dieses, du gehst schon weg in Liebeskummer, bevor du überhaupt probiert hast, ob das nicht doch was werden kann. Nein. Hier. Herzbefreiung. Öffne dein Herz. Leichtigkeit. Ja, denn du möchtest doch gemeinsam mit diesen Menschen lossegeln. Ja, Ass der Schwerter, meine Erzengel Michael-Karte, ich höre Klarheit, befreie dich von diesem, das sieht alles sehr schweflich aus, finde ich, dieser Dampf, der da aus dem Ei aufsteigt, ja. Ich höre schweflich, ranzig, all diese alten, schwefligen Gedankenmuster, Befreiung davon, ganz wichtig. Und ich höre als allererstes Befreiung von Selbstzweifeln. Wie hatten wir hier nicht auch das mit dem Körperbewusstsein? Ja, vielleicht fühlst du dich nicht gut genug, nicht schön genug, nicht irgendwas nicht genug, egal ob körperlich oder geistig oder wie auch immer. Raus da. Denn ich habe hier gesehen, ich habe hier dieses S gesehen und hier das S gesehen und das und hier ist auch ein S. Die, meine 4S, ja, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstliebe und den vierten vergesse ich immer. Selbstbewusstsein, ja, ganz wichtig. Befreie dich von den Selbstzweifeln. Und das klingt so dramatisch, aber ich höre das, deshalb sage ich es. Denn sonst endest du hier, ja, in diesem Liebeskummer, in diesem Herzschmerz und schaust, wie dein Geliebter, deine Geliebte davonsegelt zu anderen Ufern, weil du nicht mutig genug warst, dich nicht getraut hast, das Risiko einzugehen, das Risiko in Anführungszeichen, dem eine Chance zu geben, obwohl ihr unterschiedlich seid. Das willst du nicht. Ich möchte dir ja nichts einreden, aber das willst du doch nicht, oder? Und höre jetzt, was passiert denn, wenn du dich darauf einlässt? Oh, Ja, sehr schön. Ich will hier der Teufel und der Ritter der Stäbe. Und ich bei diesen beiden Bildern würde ich sagen, das ist doch eindeutig Befreiung von deinen Fesseln. Du bist ja total, du bist Feuer und Flamme und zerbrennst. Zerbrennst? Nein, verbrennst. Im Inneren vor lauter Leidenschaft für diese Person, wenn du dich hier selbst ankettest, anstatt dich zu befreien und loszuziehen, mutig, abenteuerlustig, leidenschaftlich, voller Leidenschaft. Das ist die Leidenschaft, die dich verzehrt und verbrennt, wenn du dich selbst ankettest und dem keine Chance gibst. Und so wirst du sein. Das ist die Leidenschaft, die du leben könntest, wenn du dich befreist von deinen Glaubensmustern, ja. Ja, der Narr, ein Neubeginn. Wage den Neubeginn. Sieh die Dinge aus einer anderen Perspektive, nicht aus deiner eingeschränkten, höre ich, nicht aus deiner eingeschränkten Sichtweise des Wir sind doch aber so verschieden. Ja, aber ihr seid auch so gleich auf Seelenebene.
Hoge der Schwerter, sei ein bisschen neugierig, anstatt dich hier hinzuhängen und nicht loszugehen. Vier der Schwerter. Ich höre, verschlafe nicht deine Möglichkeit auf großes Glück, wenn sie dir doch so göttlich dargereicht wird. Ja, und guck denn hier die Königin der Schwerter, die hier, die ist ganz traurig, die stützt sich hier auf ihr Schwert und sitzt da über ihrem zerbrochenen Ei. Ihr Kind scheint schon weggeflogen zu sein oder also wie auch immer. Ich höre diese neue Möglichkeit, ja, dieses Junge, dieses Geschenk. Lass es dir doch nicht entwischen, dann wirst du so traurig sein. Transformiere deine Ängste, deine Selbstzweifel und verschlafe nicht die Möglichkeit auf großes Glück. Ja, guckt, wo es hier ist. Sei mutig, die Königin der Stäbe, sei mutig, sei abenteuerlustig noch einmal. Und dann kam das hier, die Neun der Stäbe, auch wenn du schon sehr oft verwundet wurdest, vielleicht. Ja, das ist der verwundete Krieger, der nicht aufgibt, der durchhält, der schon viele Schlachten überstanden hat, schon oft verletzt wurde und dennoch nicht aufgibt, sondern standhaft bleibt, mutig bleibt. Das Jahr des Drachen, das Jahr des Mutes. Nimm deinen Mut zusammen. Dann guckt, hier kommt schon dein passender Partner, dein perfektes Gegenstück, der König der Stäbe. Und so viel Stabenergie hier, ja, so viel Leidenschaft, so viel Feuer ist da in dieser, also in dir und in deinem Gegenüber und in dieser Verbindung. Oh, das wird ganz leidenschaftlich. Oh ja, und damit hören wir doch auf, oder? Der Stern, die Erfüllung all deiner Hoffnungen und Träume und Wünsche. Heilung, das bringt dir Heilung. Diese Verbindung bringt dir Heilung. Unten drunter ist der König der Kelche. Liebevoll. Ich habe Karten für Liebende. Da schauen wir mal rein. Da gibt es so Potenzial, aber auch Herausforderungen, Geschenke, Botschaften. Wir schauen mal, was da für euch kommen möchte. Die Liebe im Jahr des Drachen für dich. Ja, wundervoll. Potenzial Vertrauen. Vertraue, das steht da noch nicht. Vertraue auf diese Verbindung, vertraue auf deine Intuition, die dir wahrscheinlich deutlich sagt, ihr gehört zusammen. Und vertraue auf euer Schicksal, vertraue auf die göttliche Ordnung, vertraue auf den göttlichen Plan. Und lass ab von Ängsten, Zweifeln, Selbstzweifeln. Sorgen. Ich höre noch mal Ängsten. Vertrauen. Vertrauen ist der Boden, auf dem wahre Liebe wachsen kann. Oh mein Gott, ja. Ohne Vertrauen gibt es weder Offenheit noch Nähe. Das Vertrauen, das sich mit unseren Geliebten einstellt, spiegelt unser Vertrauen in uns selbst und in die tragende Liebe des Lebens wider. Wenn unser Vertrauen verletzt wird, zeigt es uns ein inneres Verletztsein. Vertrauen fordert keine Beweise, denn es erwächst aus einer tiefen Gewissheit, dass alles heilen kann und alles gut ist, so wie es ist. Nochmal der Hinweis auf Heilung auch. Ausrichtung. Ich erlebe und genieße das Vertrauen, das ich gegenüber meinem Geliebten spüre, als eine kraftvolle Gewissheit in meinem Herzen. Ängste und Unsicherheiten weichen zunehmend einer inneren Klarheit, Neugier und Lebenslust. Ich lasse mich immer mehr auf das Abenteuer unseres gemeinsamen Weges ein.
Das fasst gut zusammen, was hier alles durchkam. Entschuldigt, ich lese weiter. Ich vertraue mir genauso wie meinem Geliebten und der tragenden Liebe des Lebens. Falls Misstrauen da ist, gehe ich sanft zu dem Teil in mir, der an der Echtheit unserer Liebe zweifelt. Er zeigt mir, wo ich mir selbst volle Liebe und Zuwendung geben darf. Ja, Vertrauen, vertraue auf diese wundervolle Liebe. Und ich schlage das einmal auf und was kommt hier? Selbstverständlich. Ich habe Lust auf dich. Ja, ich habe ja gesagt, sehr leidenschaftlich die Energie hier. Und oh, guck mal da drunter. Potenzial göttliche Liebe. Meine Güte. Was für eine großartige Liebe hier für dich vorgesehen ist. Also, Vertrauen. Lass dich nicht von deinen Ängsten und Zweifeln daran hindern. Oh, guckt, was hier zum Schluss jetzt liegt. Die Heilung, die Wunscherfüllung, die Erfüllung all deiner Hoffnungen und Träume erleben zu können. Entschuldigt, dass ich lache, aber es ist so schön und ich habe das Gefühl, ihr wehrt euch so ein bisschen gegen die Liebe, aber es hilft. Guckt, was ich sehe, Leidenschaft. Oh, entschuldigt, dass ich lache, es ist so wundervoll. Oh mein Gott. Also, ich weiß gar nicht, was ich hier zuerst vorlesen soll. Ich würde sagen, wir machen das hier. Romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Raus aus der Angst. Das ist echt. Das ist dein Seelengefährte, Gefährtin. Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Ja, hör nicht auf deinen Kopf, der dir immer irgendeinen Blödsinn einredet. Denn des Wartens wert, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Nochmal der Hinweis auf göttliche Liebe, Schicksal. Das war doch bei euch, oder? Mit Universum und Schicksal, ja. Göttlich geplant, diese wundervolle Liebe ist göttlich geplant, göttlich orchestriert. Seelenverbindung. Ich höre wieder dieses Tausende und Abertausende von Jahren sind eure Seelen schon miteinander verbunden. Ja. Und zum Schluss, wie sollte es anders sein? Leidenschaft. Erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Raus aus der Angst, rein in die Leidenschaft. Absolute Stabenergie. Lass hier diesen gefesselten, ja. Brenne dich nicht selbst aus, also dieses von innen verzehrt vor lauter Leidenschaft, weil du dich selbst fesselst in deinen negativen Glaubenssätzen. Nein, 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 mach das nicht. Gib dich der Leidenschaft und der Liebe hin. Juhu. So, ich habe noch Amors Botschaften für euch und auch guckt, wo ich das aufschlage. Seelenpartner. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ich habe es oft genug erwähnt. Seelengefährtin. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Vertrauen. Vertraue darauf, dass ihr Seelengefährten seid, auch wenn ihr im Außen verschieden seid. Okay. Oh mein Gott, das hört gar nicht auf. Okay. Allein die Zeit wird es zeigen. Ja. Langsam ausprobieren, mit Leichtigkeit da reingehen. Allein die Zeit wird dir offenbar zeigen, dir wirklich klar machen, dass das Liebe ist und dass die Unterschiede egal sind. Denn lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Ja, sieh doch, dass es nur Angst ist. Angst und Selbstzweifel, die dich daran hindern, diese wundervolle Liebe zu leben. Okay, ja, okay. Also ich weiß nicht, warum ich das hier nehmen soll, aber es fehlt noch Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Ja, das ist wieder für dich. Allein die Zeit wird es zeigen. Nimm dir Zeit, um zu erkennen, aber renn nicht gleich weg. Ja, nimm dir Zeit, um zu erkennen, dass ihr Seelenpartner seid. Nicht gleich wegrennen.
Ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen. Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja, Abenteuer, Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie oft hier noch der Hinweis kommen soll auf die Leidenschaft, die euch, die diese Verbindung begleitet und buff. Ja, Feuer, Liebe. Oh, wow. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Weder der Hinweis auf göttliche Hilfe, göttliches Timing, göttlich orchestriert. Ja, der Stern, unter dem diese Liebe steht, ist, nee, die steht unter einem guten Stern. Wie sagt man das? Egal, ihr wisst schon, Sprichwort mit dem Stern. Ja? Und ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Telepathie. Im Geiste bereits vereint, die Liebe ist schon da. Lass dich nicht von deinen Ängsten und Zweifeln davon abhalten, diese Liebe zu leben. Oh, guck, und ich dachte, ich schaue noch einmal unten drunter und kommt hier. Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Ja, genau. Ach, egal. Ach, ihr Wundervollen. So ein schönes Potenzial. Lasst euch nicht durch eure Ängste von dieser wundervoll großartigen Liebe abhalten. Eine Drachenbotschaft für euch zum Schluss. Danke sehr. Ich versuche das Stottern zu übersetzen. Drachenkönig. Entschuldigt, dass ich lache, aber das ist unglaublich schön und unglaublich passend. Wenn ihr nach einer Frau sucht, dann dreht euch das ins Weibliche. Aber das ist unglaublich und ich muss die ganze Zeit an diese Karte denken. Ja, diese und die Seelenpartnerkarte. Drachenkönig. Also eine neue Männlichkeit erhebt sich. Eine, die die Drachen infused. Was ist, wenn man so eine Transfusion kriegt? Egal, also eine neue Männlichkeit erhebt sich. Eine, die von den Drachen mit den wahren Codex von Galanterie, ja, Charme, nee, das ist, Charme ist, also so wahre Zuvorkommenheit. Auch wenn ich das doch nur besser übersetzen könnte, um Himmels Willen. Es tut mir leid, eine Sekunde. Ein Gentleman, ja, infused haben, also beeinflusst haben, durchdrungen haben mit Gentlemanness, wie auch immer. Diese Energie erhebt sich, heilt und inspiriert. Schaffe jetzt Raum für diesen Neuanfang in deiner Welt. Also das ist unglaublich. Ich habe gesagt, also dieser Seelenwächter, männlich-göttliche König, Seelengefährte oder auch im Weiblichen, wurde von den Drachen durchdrungen mit Gentleman-Manieren, mit göttlicher Kraft, um in dein Leben zu treten, um sich in seiner reinsten Männlichkeit in deinem Leben zu erheben. Also schaffe den Raum dafür, ja? Habe den Mut, schaffe den Raum in deinem Leben für diesen Neuanfang mit diesem Drachenkönig oder dieser Drachenkönigin. Unglaublich, es tut mir leid, ich wünschte, ich könnte das besser und klarer übersetzen. Ich verstehe es so klar und stottere hier vor mich hin, das tut mir wahnsinnig leid. Ihr Wundervollen, wundervollste Abschlusskarte aller Zeiten, auch wenn ich sie nur sehr schlecht rüberbringen konnte.
Ihr Wundervollen, ich höre noch einmal. Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in seine oder ihre Arme sinken, denn Seelengefährte, dein Seelenwächter, dein Drachenkönig, dein Seelenpartner oder in weiblicher Form. Wow. Ihr Wundervollen, das wird ein leidenschaftliches Jahr für euch, voller Liebe, voller Freude, voller Glückseligkeit, wenn ihr den Mut habt, über die äußeren Unterschiede hinwegzusehen und euch dieser Seelenliebe hingeben möchtet. Huh, sehr schön. Ihr Wundervollen, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat geholfen, es hat euch Spaß gemacht und ich sende euch ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Mut, diesen Weg zu gehen und schön, dass ihr dabei wart. Bis ganz bald. Macht's gut.